Erstens, wir Menschen neigen dazu, das wissen wir in der Evolutionspsychologie, in der Entwicklungspsychologie, wenn wir sehen, dass alles schief läuft und alles schlecht läuft, dann neigen wir dazu, da muss doch ein Mensch dafür verantwortlich sein oder jemand die Schuld daran haben. Weil es uns so total schwer fällt, uns klar zu machen, dass Systeme töten können, Systemfehler tödlich sein können, dass es gar nicht den Menschen erfordert, sondern Systeme töten können. Bevor jetzt das Video startet, habe ich eine große Bitte an euch. YouTube demonetarisiert fast alle unsere Videos mittlerweile. Und das bedeutet, dass wir in dem Ranking bei Google ganz weit nach hinten absacken. Das bedeutet, wir verlieren ca. 80% der Zuschauer und das bei Videos, bei denen wir uns sehr viel Mühe geben, dass sie natürlich ein großes Klientel und eine große Reichweite haben. Ihr könnt natürlich mithelfen, indem ihr uns abonniert und die Glocke halt betätigt. Das kostet nichts, es ist sind 2-3 Sekunden und schon haben wir praktisch eine Community gestaltet. Wenn ihr aber noch mehr für uns tun wollt, dann reloadet ihr das Video und teilt es auf eurer Seite. Noch besser ist natürlich, wenn man den Link downloadet und dann nochmal bei euch neu uploadet. Hiermit geben wir euch alle Rechte und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo liebe Zuschauer, ein weiteres Mal bei Ungeschnitten. Ich habe hier einen tollen Gast bei uns. Mögen Sie sich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Dylan. Ich bin mittlerweile ehrenamtlicher Assistent im Weltrat, the World's Council of Wise People, aus ca. 23 Professorinnen, Doktoren und so weiter, die angetreten sind, dieses ganze kaputte Schiff der Menschheit zu retten und wieder gesund zu machen. Und das auf der Basis von Physik plus Chemie plus Biologie plus inklusive aller Varianten von Psychobiologien, Evolutionspsychologien, Soziobiologien. Also eine Naturwissenschaft als Gesamtblick zur Lage der Menschheit. Und die einzelnen Professoren haben darüber seit über 50 Jahren nachgedacht und haben fertig. Und sind deswegen dann vor über einem Jahr dann an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, wir haben fertig. Und wir haben zwar schon große Berichte in großen Medien gehabt, aber es fehlt einfach noch die Tagesschau. Also wir sind noch nicht im ganz großen Spiel. Das fehlt noch Maybrit Illner, Anne Will, Markus Lanz. Das fehlt halt noch. Das ist der letzte Schritt. Mögen Sie ein bisschen mehr über die Professoren und den, ich nenne das jetzt einfach mal, Waisenrat erzählen? Also was für Professoren, wer sind die Mitglieder, was ist das Ziel? Wir haben sehr viele sogenannte Ausnahmeärzte und Psychologen dabei. Wir unterscheiden ganz bewusst zwischen Ausnahmeärzten, die ihr eigenes Fach und dessen finanzielle Rahmenbedingungen reflektieren und sagen, es ist eine Katastrophe, der Arzt wird angereizt, wenn er Geld verdienen will, darf er eigentlich auf Gesundheit nicht mehr achten. Er muss einfach Operationen verkaufen, Tests verkaufen, Impfungen verkaufen und Bestrahlungen und Chemotherapien verkaufen. Aber der darf auf keinen Fall sich um die Frage gesunde Ernährung kümmern, Immunsystemstärkung, Bewegung als Gesundheitsförderungsaspekt. Er darf sich nicht drum kümmern um Lebensstilmedizin und letztendlich Lebensstilmedizin darf er nicht machen, weil dann würden die Leute ja viel zu, überspitzt gesagt, ja gesund sein und ihm nichts mehr abkaufen. Okay. Und deswegen, und diese Ausnahmeärzte, die haben sich zusammen telefoniert, auch eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin dabei, unter dem Motto, sollten wir nicht das ganze System ändern? Sollten wir nicht den Arzt belohnen, wie es mal in einer Anekdote vom alten China hieß, dass der Arzt so lange beschenkt worden ist, wie alle im Dorf gesund und glücklich waren? Und wenn auch nur einer krank wurde, erfuhren das ja alle, und dann wurden von allen Seiten die Geschenke reduziert. Und wenn der Mensch dann wieder kerngesund war, gab es wieder volle Geschenke. Das heißt, der Arzt hatte da ein vitales Interesse daran, präventiv für die Gesundheit und das Lebensglück aller zu sorgen. Und das wollen wir auch machen. Und und das heißt, wir haben dabei Physiker, wir haben Ingenieure dabei, wir haben Psychologen, Gerontologen dabei. Also Altersforscher interessieren sich ja auch die Frage, wie können wir gesund 127 Jahre alt werden?
Und warum sterben wir alle schon mit 80? Ne? Was ist hier los? Ja? Und dann haben wir wirklich die ganze Bandbreite. Wir haben Chemiker, Juristen sogar dabei. Ich glaube, wir haben fast die ganze Palette. Aber der Schwerpunkt ist eindeutig. Kopernikus, Kepler, Galilei, Gregor Mendel, Charles Darwin, Alfred Russell Wallace kennen Sie nicht. Mhm. Das ist der zweite Darwin gewesen. Ja? Mhm. Den würdigt man heute auch mit. Und wir sind jetzt die Nachfolger von Darwin. Die nächste Stufe nach Darwin. Und wir sind die einzige völlig finanzinteressenlose Wissenschaftlervereinigung auf der Welt, im Gegensatz zur WHO, die ja finanziell so verstrickt ist, dass man gar nicht mehr weiß, was die noch sagen dürfen und nicht sagen dürfen, ne? Und denken dürfen, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, ist für Naturwissenschaftler ein sehr wichtiger Satz, mhm, ja, für Evolutionsprozesse zu analysieren. Ja, also das heißt, man kann sagen, wir haben eine Instanz auf dieser großen Erde, diesen World Council of Wise People und die Unterabteilung, den Arbeitskreis Next Scientists for Future.de. Und das ist die einzige Instanz, die wir auf der Welt haben, die wirklich die Weltrettung kann. Es gibt viele andere Ansätze, die in unsere Richtung gehen. Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, aber die sind alle nicht auskräftig, sind so Schnellschüsse. Mhm. Sie brauchen schon 50 Jahre, um das Problem zu lösen. Und mit 20 Jahren Forschungszeit an etwas kommen Sie zu gar nichts. Da kommen Sie zu so halbgaren Lösungen, die nicht funktionieren. Ne? Ja, ansonsten außer der Gemeinwohlökonomie gibt's quasi, nee, wirkliche Konkurrenz haben wir eigentlich nicht. Es gibt viele Konzepte, die meinen, sie hätten was gefunden, aber die führen alle in die Irre. Mhm. Ich zum Beispiel, ganz gerne ein Satz, den muss ich ergänzen. Mhm. Richard David Precht kennen Sie vielleicht auch, ja? Das ist, Richard David Precht ist ja so, wie Dr. Wolfgang Wodak, der ja so als linker SPDler ist, hat ja Richard David Precht sich zum Beispiel zum bedingungslosen Grundeinkommen positiv geäußert. Mhm. Das ist auch eher eine Linksgeschichte, nur er versteht überhaupt nicht, dass wir damit ganz Europa ruinieren würden, wenn wir das einführen würden. Das könnte ich Ihnen nachher kurz vordenken, vorrechnen, wie das funktioniert. Mhm. Aber wichtig ist, dass wir trotzdem oft beschimpft werden, ganz bewusst, als evolutionsbiologische Linke und als, ihr seid ja so SPD-Grün, und dann sagen wir immer, nee, wir sind Naturwissenschaftler, wir distanzieren uns auch von der SPD, auch von den Grünen und auch von der Linken, ja, aber wichtig ist auch, dass man jetzt mal ganz klar sagt, die Kritik an Corona kommt nicht von rechts oder links oder von oben oder von unten, jetzt zitiere ich Bodo Schiffmann, sondern sie kommt aus der wissenschaftlichen Sorgfalt, aus der Nachdenklichkeit guter Wissenschaftler, besonders von Naturwissenschaftlern, die sowieso überhaupt erstmal gar nichts glauben, was sie denen sagen. Ja, ein guter Naturwissenschaftler glaubt gar nichts. Dem können sie erzählen, die Erde ist eine Scheibe oder die Erde ist eine Kugel oder können sie von kreationistischen Ideen erzählen, aber er glaubt erstmal gar nichts. Er sagt, er will für alles erstmal Hinweise und Beweise sehen, bevor er was glaubt. Und deswegen war das dann, wir waren die Ersten in der Welt wohl am 25. Februar, die schon gesagt haben in der ersten Veröffentlichung, dass am 25. Februar, da stimmt doch was nicht. Das ist doch nicht sauber mit den Zahlen und den Daten. Wo sind denn bitte saubere Zahlen und saubere Daten? Ja, darf ich da jetzt gleich mal meine Frage einhaken? Also erstmal würde ich ganz gerne, damit die Leute auch ein bisschen mehr Bescheid wissen, das Konzept, also Ihr Konzept des Waisenrates für die Lösung der Welt wissen. Weil das ist ja eine sehr, sehr große Aussage. Ja. Worauf stützt die sich und wie sieht das Konzept einfach erklärt aus? Die stützt sich auf drei Alleinstellungsmerkmalen, die niemand in der Welt sonst hat. Die neue, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, also die ganze VWL, behauptet manchmal, sie hätte naturwissenschaftliche Aspekte, hat sie aber nicht. Das ist eine Gesellschaftswissenschaft oder gar eine Geisteswissenschaft. Und für uns Naturwissenschaftler, wir bestehen darauf, dass wir die echte NVWL haben, Naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre. So unterscheiden wir uns von Professor Hans-Werner Sinn, dem IFO-Institut, dem Wirtschaftsweisen und so weiter. Und dann haben wir als zweites Alleinstellungsmerkmal die korrigierte und komplettierte
genetisch-mimetische Evolutionsbiologie. MIM steht für Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte. Also psychologisch-biologische Evolutionsbiologie. Ganz wichtig, weil der Mensch ist nicht nur Körper, der ist auch Seele und Geist und so weiter. Also musste man das in die Naturwissenschaft aufnehmen. Und der dritte Alleinstellungsmerkmal ist die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse, kurz MEMGEAT. Das heißt, wir vergleichen in der Evolution zum Beispiel einen Arzt, der sich irrt, der einen sogenannten Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum zum Beispiel im Kopf hat, vergleichen den mit einem, der diesen Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum nicht im Kopf hat und stellen fest, ob der, welcher davon überlebt und welcher ausstirbt und welcher mehr Kinder hinterlässt und mehr Enkelkinder hinterlässt und wessen Ideen sich ausbreiten. Und in unserem System breitet sich typischerweise der aus, der die größten vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hat. Das heißt, Gefährlichkeitsüberschätzungen führen zum Verkauf größerer Geschichten. Und jetzt sind wir bei der Frage, ich habe die Frage nicht vergessen, wie die Lösung aussieht. Wir empfehlen zu diskutieren ab morgen alle Welt, die gesamte Welt, über die Wohlfühlstimme als neue total demokratische Wahlstimme, die ganze Welt demokratisiert, weil dann alle Verdienstzuschläge abhängig gemacht werden von der Wohlfühlstimme. Man kann noch die Gesundheitsdaten dazu nehmen, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten jedes Landes dazu nehmen und noch viele andere kleine Steuerelemente. Das heißt, dass also der Arzt in Zukunft nur noch dann am meisten verdient, wenn die Leute, die er betreut, möglichst nie krank werden, gesund leben, sich gesund ernähren, gesund Sport machen, an seinen Tanzkursen, an seinen Sportkursen kostenlos teilnehmen und also einfach Gesundheit leben und gar nicht mehr krank werden, was die Volkswirtschaft unheimlich stärkt, ein riesen Wirtschaftswunder erzeugen wird, weil wir haben leiden wirtschaftlich total unter der Masse der chronisch Kranken und so weiter. Also, und dadurch wird dann der Arzt auch an der Wahrheit interessiert. Ja, der wird, denn die vorteilbringenden Irrtümer rechnen sich nicht mehr. Ja, ich kann dann nicht mehr am meisten verdienen, wenn ich am meisten Impfungen und Tests verkaufe, sondern ich verdiene am meisten, wenn die Leute wenn die Leute nur noch meine Gesundheitskurse brauchen und ich da, die Leute so quietschfidel und gesund sind, dass sie im Prinzip gar nicht mehr weder irgendwelche Tests brauchen, noch irgendwelche Operationen, noch Chemotherapien, dann ist der Arzt ist dann der König, der verdient dann richtig gut. Ja. Grundidee jetzt, klar. Das ist ja unglaublich, weil diese Idee ist so einfach, ja, und sie ist so logisch, dass man eigentlich dafür da sofort nachfragen muss, wieso braucht man da 23 Professoren, die auf die Idee kommen? Und 52 Jahre. Warum hat die Bundesministerin, als sie selbst Bundesministerin für Gesundheit war, Gesundheitsministerin war, warum hat sie diese Idee nicht selbst gekonnt? Wenn ich zurückgehe und mich erinnere, als ich 20 war, 1920, dann als ich super Student war mit 22 so an der Uni und so weiter, Ausnahmetalent und so weiter, dann, ich habe davon keine Ahnung gehabt. Ich habe auch geglaubt. Ich habe ja quasi Psychologie und Psychotherapie studiert und alles und ja, bin ja dann, wie gesagt, ganz schnell dann Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse geworden auch nebenbei und hab dann erst begriffen, dass das, was wir da behandeln, ja eher meinem Geldbeutel dient, aber doch nicht meinen Kunden. Mhm. Ja? Das musste ich erst mal begreifen, bis wir alle verstehen, dass wir im Rahmen des Systems vollgefüllt werden mit vorteilbringenden Irrtümern, die uns dienen, aber nicht der Bevölkerung. Ja? Und was meinen Sie, wie lange Professoren brauchen, wie viele Jahrzehnte sie brauchen, Spitzenwissenschaftler und Spitzendenker zu sein, bis sie anfangen zu ahnen, das stimmt doch alles nicht. Das stimmt doch alles nicht. Wir belohnen doch für das Falsche. Wir belohnen quasi jeden Teil der Wirtschaft dafür, wenn er uns allen schadet, aber belohnen ihn niemals dafür, wenn er Schaden von uns abwehrt. Denn jeder verdient an dem Schaden. Die Ernährungsindustrie, wenn sie uns gezuckerte Getränke verkauft, die Diabetes, Übergewicht und alles Mögliche machen an Krankheiten, dann hat sie die größte Gewinnspanne, denn diese Sachen sind total billig herzustellen. Eine teure, reife Frucht, das ist unheimlich aufwendig, die überhaupt in den Laden zu kriegen, bevor die verfault ist, ja, reif geerntet. Das heißt also,
der Lebensmittelhändler hat keine bösen Absichten, aber er muss uns Müll verkaufen, der uns krank macht, weil er nur so im Wettbewerb überleben kann. Es sind Marktzwänge, Marktwettbewerbszwänge. Und wir müssen doch eine Rahmenbedingung schaffen, dass der Lebensmittelhändler über die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten dann so große Verdienstzuschläge bekommt, wenn ich als sein Kunde nie krank werde. Egal, ob ich bei Alnatura einkaufe oder bei Aldi oder Lidl. Es muss doch überall, jeder Lebensmittelhändler muss zu seinen Landwirten sagen, zu seinen Zulieferern, nie wieder Glyphosat, nie wieder Pestizide, gar nichts. Wir wollen nichts von dem jemals wieder finden, sonst seid ihr euren Auftrag los. Wir wollen jetzt gesunde Kunden und maximal gesunde Kunden, weil wir sonst pleite gehen. Wir kriegen sonst, ja, verstehen Sie? Aber das braucht Jahrzehnte, bis diese Groschen fallen. Ich selbst habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich das begriffen habe. Ich komme ja selber als Fotograf aus einer Industrie, für die man Werbefotografie gemacht hat, die ja so krank ist, dass es eigentlich kränker nicht geht. Ich beschreibe das nur noch mal ganz kurz, weil ich das auch schon in einigen Interviews angeschnitten habe. Wenn ich zum Beispiel für einen Fashion-Hersteller fotografiert habe, dann weiß ich, dass die mit ihren Learjets durch die Welt geflogen sind, haben sich die Sachen von jungen Designern gekauft, haben die das in den Learjet reingestopft, auch natürlich von großen Designern, sind damit nach Pakistan oder nach Indien oder nach Bangladesch geflogen, haben das da alles rausgeschüttet, haben das dann sortiert von vermeintlichen Designern, haben gesagt, okay, das sind Couturiers, das dürfen wir nicht nachmachen und das sind aber die Farben des Jahres und haben das dann sozusagen kombiniert mit den Schnitten, die junge Designer in der ganzen Welt mühsam mit ihrer ersten Kollektion oder der zweiten oder dritten Kollektion auf die Beine gestellt haben und haben es dann einfach kopiert. Mhm. So, und dann sind diese Sachen sozusagen von dieser Sammelstation, wo das abgegeben wird, dann in die weiteren Verteilstationen, in die Townships gegangen, wo ich sage da immer zu Horrorland, weil das kann man nicht anders nennen. Es ist gröbste Umweltverschmutzung, es ist Mord auf Raten, ja, ja. Es ist menschenunwürdig, es ist Humankapital, was einfach ausgebeutet wird. Ja. So, und dann werden diese Sachen wieder verladen, mit Riesenschiffen nach Europa gebracht. Und dann sind meine Büglerinnen regelmäßig umgefallen, wenn sie das Zeug gebügelt haben, weil die Dämpfe sie ohnmächtig gemacht haben. Genau. Das ist einfach so mal die Kurzfassung. Ja, ja. Und dazwischen hängen dann einfach so diese ganzen verschiedenen Trittbrettfahrer, Tourismusindustrie, die dann die Ausbeute der Prostituierten macht, die Pharmaindustrie, die ganzen Arbeit der Jamba, also dieses Amphetamin nehmen müssen, damit die überhaupt diese komische Arbeit machen können wie ein Roboter sein können. Mhm. Und das ist ja eigentlich, dass sie überhaupt so viele Stunden durchhalten. Genau. Ja. So, die können dann halt tatsächlich 20 Stunden arbeiten, aber dann werden sie wahrscheinlich auch nur maximal 25, 30 Jahre alt. Ja. So, das sind die Konsequenzen, das ist die Wahrheit eigentlich hinter dieser ganzen Sache. Und was mir an ihrem Konzept so gut gefällt, es ist so einfach und so klar. Und es ist aber auch so offensichtlich und das ist das, was mich so wirklich wundert. Ich habe das immer genannt. Ja, stellen Sie sich jetzt mal vor, in Pakistan gäbe es die Wohlfühlstimme als Wahlstimme. Ja. Schon bei uns würde schon auch für Pakistan viel verbessern, aber schon in Pakistan, da würde der Unternehmer ja nur dann gute Verdienstzuschläge kriegen, wenn seine Mitarbeiter 127 Jahre alt werden im Idealfalle und kerngesund und bei bester Gesundheit und dabei noch tolle Wohlfühlstoten abgeben. Das heißt, er würde den Arbeitsplatz schon alleine gestalten, sodass es Spaß macht, so zu arbeiten und so weiter. Ja, es würde sich die ganze Welt verändern. Und der Witz ist, wir würden uns dadurch wirtschaftlich nicht schwächen, denn wir sind Evolutionsbiologen. Wir dürfen auf keinen Fall Europa jetzt zum schwächsten Kontinent wirtschaftlich machen, was zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen würde uns sofort zum schwächsten Kontinent Europas machen. Ja, so schöne Grüße an Richard David Precht, der ja auch so ein Typ ist wie ich, so ein bisschen. Ja, nein, als Naturwissenschaftler müssen wir ganz klar sagen, Europa muss stark bleiben, sonst geht, ja, und das geht dadurch, dass wir mit diesem Konzept bis zu 500 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder erzielen, denn
das Ganze macht uns Wirtschaft. Stellen Sie sich mal vor, wenn die ganzen Leute, die jetzt in der Wirtschaft sind und gerade krankgeschrieben sind, wenn die kerngesund und topfit, innovativ, mit Spaß dabei, topfit gerade eine Innovation entwickeln, die ganze Welt haben will, dann sind wir wirtschaftlich so stark, das kann man sich kaum vorstellen. Wir kriegen also ein echtes Wirtschaftswunder dadurch. Obwohl es den Menschen gut geht, gerade weil es den Menschen gut geht und weil sie so gesund leben und so gesund ernährt werden und so leistungsfähig sind. Ja, also das heißt, es beißt sich überhaupt nicht, sondern das ist quasi Synergie. Ja? Ich möchte eine Frage stellen. Ja. Und zwar, das Offensichtliche ist so offensichtlich. Ja. Und was mich jetzt einfach wundert, und das vor allen Dingen jetzt in dieser Corona-Krise, und das ist das, dass dieses Offensichtliche nicht gesehen wird. Also ich bin jetzt, würde ich sagen, kein schulisches Ausnahmetalent. Ich habe mir alle mein Wissen und meine Fähigkeiten autodidaktisch beigebracht, bis auf das natürlich, was man auch in der Schule zwangshalber lernt. Aber ich würde mich nicht als Intellektueller bezeichnen, der hochgebildet wie ein Professor in einem Fachbereich bestimmte Dinge studiert und dann einfach auch sein Leben lang sich mit diesem Thema beschäftigt. Und trotzdem war im Vorwege schon mir klar, dass diese Krise kommen muss. Mir war im Vorwege schon klar, dass der Virus nicht und offensichtlich benutzt wird für etwas, was gar nicht da ist, weil ein bisschen Mathe kann ich und das reicht aus, um das zu erkennen. Man braucht eigentlich nur die Grundrechenarten, um alles durchzurechnen. Zum Beispiel, mach mal nur so einen Satz hier, Schweden und Weißrussland. Erstens fällt auf, dass alle Journalisten suchen nach Sachen, die die Bevölkerung überzeugen, dass es wirklich ein Killer ist. Ja? Und es ist trotzdem all diesen Journalisten nicht gelungen, in Schweden und in Weißrussland mehr als 2 Zeugen zu finden, die jemals gesagt hätten, in meinem Bekanntenkreis sterben dieses Jahr mehr Menschen als in den vergangenen Jahren. Es ist trotz aller Versuche nicht gelungen. Ja? 2 Leute, die so halb was gesagt haben in diese Richtung, aber auch nicht überzeugend. Die eine, da ist der Vater mit 83 gestorben. Und das ist heutzutage in der schlechten Lebenserwartung, die wir haben, ganz normal, ja, auch für Schweden. Und dann muss man sich ganz klar sagen, Bundeskanzler Kurz und Professor Drosten. Bundeskanzler Kurz hat für Österreich befürchtet, aufgrund seiner Ärzte, 100.000 Corona-Tote. Er hat ja auch noch etwas gesagt, was ja noch viel drastischer ist, was viel mehr Angst erzeugt. Ja, jeder wird einen kennen. Jeder wird einen Menschen kennen, der an Corona gestorben ist. Ich möchte das, aber das ist, denke ich mal... Das würde ich nur gern ganz kurz schnell zu Ende machen. Ja, dürfen Sie. Ja. Ich möchte nur noch jemanden zitieren. Ja. Macron hat gesagt, wir sind im Krieg. Ja, das ist noch ein gutes Zitat. Sehr gut. Ja, sehr gut. Und dann eben Drosten hat gesagt, 3,1 Millionen Corona-Tote in Europa. Das müssen wir verhindern. Deswegen machen wir den Lockdown sozusagen. Das würde bedeuten für Schweden, wenn wir diese Zahlen umrechnen, für Deutschland würde es bedeuten ungefähr Größenordnung 800.000 Corona-Tote. Und jetzt im Moment hat die Regierung lebt in dem Irrtum, sie hätte jetzt gerade 800.000 Tote verhindert und müsse jetzt weiter alles Lockdown machen, damit sie diese 800.000 Toten, die ja noch kommen könnten, verhindert. In Wirklichkeit ist es so, in Schweden würde das bedeuten, dass man zwischen 100.000 und 130.000 Corona-Tote jetzt haben müsste. Ganz egal, wie fragwürdig überhaupt diese Sterbeurkunde-Bezeichnung Corona ist. Wir wissen alles, dass das alles falsch sein kann. Die Tests können falsch sein. Da gibt es so viele Fehlerquellen, die für uns Naturwissenschaftler erschreckend sind. Das ist ja alles auf ungewissem Boden. Ja, da möchte ich Professor Bhakti ganz kurz zitieren. Professor Bhakti hat gesagt, dass dieses Coronavirus ist immer ein Teil aller Virenkonsortien. Das heißt also, es war immer ein Teil in der gesamten Evolution. Nur der Unterschied ist, dass jetzt ein Scheinwerfer auf dieses... Das hat aber auch schon der linke SPDler Wodak gesagt. Genau. Das ist also keine Sache irgendeines Rechtsverdachtes oder so. Das hat der linke SPDler gesagt und wir als die evolutionsbiologische Linke
in der Wissenschaft, wobei es, dass Politik da keine Rolle spielt in der Wissenschaft, sagen das genauso. Denn gucken Sie sich mal an, die Zahlen sind zwischen 100 und 330.000 Tote, wären jetzt für Schweden vorhergesagt. Und wir haben 6.000 Tote in Schweden. Also weniger als ein Zwanzigstel dessen, was tatsächlich Drosten glaubt. Darf ich Sie da noch mal ganz kurz unterbrechen? Und da fängt nämlich wieder der Fotograf an, dieses unglaubliche Wissen überhaupt nicht hat und der aber trotzdem auf die Details hört. Und zwar, Professor Püschel hat 200 Leichen seziert. Von diesen 200 Leichen war nicht ein einziger, der nicht Vorerkrankungen hat. Professor Klaus Püschel hat sich in der letzten Sendung ein bisschen rumgedruckt. Er kriegt wohl Druck, auch vom Mainstream. Ja. Er hat so im SWR ein bisschen vorsichtiger sich geäußert, aber am Anfang war es ja eindeutig. Eine Aussage ist eine Aussage. Wenn er das jetzt revidiert, dann muss man das einfach annehmen. Nee, er hat es nicht revidiert, er mäßigt sich jetzt. Aber am Anfang hat er ja ganz klar gesagt, es war nicht einer, der nicht schwerste Vorerkrankungen und schwerste Immunschwächungen hatte. So, und ich denke mal, man muss Ärzte und vor allen Dingen Professoren wie Professor Püschel beim Wort nehmen. Ja. Einmal etwas gesagt, dann ist das fixiert. Das zu revidieren würde nochmal bedeuten, dass also weitere 200 Leichen seziert werden müssten. Aber wenn er einmal 200 Leichen seziert hat, jetzt müsste man annehmen, er hat Alzheimer und weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er ist nur vorsichtig geworden und er war im SWR und da musste er vielleicht auch sich so ein bisschen zurücknehmen. Naja, aber das ist ja Manipulation. Wir reden jetzt einfach über Fakten. Über Fakten und Wahrheiten. So, und die Fakten und Wahrheiten, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. In Schweden, wenn Sie jetzt die Pest gehabt in Schweden, hätten Sie jetzt mindestens 3,3 Millionen tote Schweden da liegen. Mhm. Und wie viel sind es? 6.000 verglichen mit 3,3 Millionen. 6.000 verglichen mit 100.000 bis 130.000. Also etwa ein Zwanzigstel sozusagen wurde, also der Virus wurde von Drosten um den Faktor 20 überschätzt in seiner Gefährlichkeit, seiner Schädlichkeit. Also da bin ich völlig anderer Meinung. Ja. Und zwar sage ich Ihnen auch warum. Ja. Wenn ein Professor Drosten Leichen seziert und eine ganz klare Aussage nach Fakten. Professor Drosten? Professor Püschel. 200 Leichen seziert und faktisch sagt, und zwar öffentlich, diese Leichen hatten alle Vorerkrankungen. Alle schwere Vorerkrankungen. Dann müssen wir ja die gesamte Statistik sozusagen in Frage stellen von diesen, ich glaube in Deutschland sind es jetzt heute, Stand heute um die 10.000 Toten. 9.000, 10.000, genau, Das heißt also, diese 10.000 Toten, wenn wir einfach mal ausgehen, dass 100% von diesen 200 zitierten Leichen Vorerkrankungen hatten, dann muss man ja davon ausgehen, dass von diesen 10.000 Leichen, die jetzt gestorben sind an Corona, ein Großteil genau unter denselben Umständen gestorben ist. Könnte man. So, das heißt ja, und für mich als klar denkender Fotograf, das muss man ganz einfach sagen, wenn wir einfach die Menschen einfach, wenn wir wissen, dass zum Beispiel eine Grippe oder ein Husten jeden, der sowieso schon auf der Kippe steht, umhauen kann, dann ist es völlig irrelevant, ob derjenige mit dem Husten, mit Corona oder ohne Corona, aber nach Professor Bakti ist ja Corona ein Teil dieser ganzen Virengeschichte, dann müsste es ja wirklich so sein, dass wir auch die Statistik endlich mal in Frage stellen, dieser 10.000 Toten, und nicht immer um heißen Brei herumreden, weil sonst müssten wir Herrn Professor Püschel zu einem Untersuchungsausschuss laden und nämlich dann einfach sagen, wie er das erklären kann. Also deswegen, wie viel Prozent der angeblichen 10.000 Corona-Toten in Deutschland haben als Haupttodesursache wirklich Corona gehabt? Genau. Erste Frage. Zweite Frage, bei wie viel ist der Test falsch positiv? So sieht's aus. Ja? Lauter Fragen immer weiter und das ist für uns Naturwissenschaftler ein Horror, weswegen wir ganz bewusst auf Schweden und Weißrussland blicken, weil wir sagen, die Daten sind alle unsauber. Das ist alles unsauber. Wenn ich einen Test zum Beispiel teste,
Ja, dann muss ich doch in der Tagesschau und bei heute sagen, heute wurde in der letzten Woche oder in den letzten Tagen wurden 700.000 Menschen getestet. Und zwar diese und jene Gruppen und diese und jene vorselektierten Gruppen wurden getestet. Und die Tests hatten eine durchschnittliche Fehlerquote von Testpositiv von so etwas. Und außerdem sterben in Deutschland jedes Jahr 940.000 Menschen ganz normal, also jeden Tag bis zu 3.000. Tote zu Atemwegserkrankungsteil und verglichen, also müssen Sie mal klar machen, was das bedeutet. In 4 Tagen haben Sie 12.000 Tote ganz normal in Deutschland. In 100 Tagen haben Sie, also in 10 Tagen haben Sie bis zu 30.000 Tote ganz normal in Deutschland und in 100 Tagen 300.000 ganz normale Tote, die jedes Jahr sterben, ohne dass wir uns jemals darüber Gedanken machen. Und in 150 Tagen hätten sie dann also 450, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 450.000 Tote ganz normal. Und jetzt tun Sie mal, jetzt kann es nämlich sein, dass die 10.000 in den 450.000 ganz normalen Toten drin sind. Aber wir schlagen sie jetzt mal oben drauf und jetzt sehen wir, aha, wir haben sonst 450.000 Tote und dieses Jahr haben wir mal 460.000 Tote. Das würde niemanden aufregen, aber entscheidend ist, dass jetzt das Gegenargument kommt. Ja, nur weil wir den Lockdown haben, haben wir ja die 800.000 Toten verhindert. Deswegen müssen wir als Naturwissenschaftler auf Schweden blicken. Auf Weißrussland blicken. Weißrussland hat ja regelrecht gesagt, freie Bahn für das Virus. Ne? Völlig freie Bahn für das Virus, hat der Lukaschenko gesagt. Und das war auch wahrscheinlich die beste Entscheidung auf der Erde. Das war wahrscheinlich, wird sich am Ende rausstellen als der vernünftigste Mann bei allem. Mit gesundem Menschenverstand wie Sie. Und jetzt noch ein Satz dazu. In Schweden hatte das Virus aber auch völlig freie Bahn, denn ich habe mir die gesamten Berichte alle angeschaut. Die Schulkinder haben sich alle gegenseitig angesteckt, sind zu Hause geblieben, haben dort ihre Eltern angesteckt und haben dann wiederum die Lehrer angesteckt. Und von den Lehrern zu deren Partnern ging es in die gesamte schwedische Wirtschaft und über die Eltern auch. Jeder in Schweden konnte durch das Virus problemlos erreicht werden. Dass wir keine hundertprozentige Durchseuchung haben, liegt daran, dass viele haben so starke Schleimhäute, dass sie noch nicht mal ein testpositives Ergebnis kriegen. Weil das einfach abperlt, als wie das abspringt an der Wasseroberfläche oder so. Ja, also das heißt, kann sein, dass alle Schweden schon mit dem Virus begegnet sind. Nur viele haben so starke Immunsysteme, dass sie noch nicht mal ein testpositives Ergebnis kriegen können. Sie sprechen mir da aus dem Herzen und zwar aus einem folgenden Grund. Ich fühle mich, und das muss ich wirklich sagen, als jemand, der das wissenschaftlich nicht beweisen kann, ja, der es aber als logischen Menschenverstand, als klar rechnender und aufmerksamer Mensch einfach zu 100% mittlerweile nicht mehr so hinnehmen kann, wie es die Politik uns vormacht. So, jetzt müssen wir aber davon ausgehen, es gibt jetzt meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es war eine Panik, die Politik hat reagiert, hat etwas sozusagen umgesetzt, hat gesehen, dass die Umfragewerte nach oben schießen, dass sie plötzlich Machtzuwachs haben. Was mich dabei aber wundert, ist, dass die Oppositionsparteien das mitmachen, weil dann wäre wirklich, und dann ja auch, muss man ja auch die Frage stellen, ist unsere Demokratie komplett außer Kraft gesetzt? Und was mich einfach wirklich extrem wundert, ist jetzt, man kann einen Fehler machen für 2 Wochen. Wir sind jetzt aber im August, das heißt, wir haben dementsprechend 5 Monate diesen Lockdown, also das Notstandsgesetz. Der Fehler liegt aber nicht bei der Politik. So, naja, liegt bei der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie. Da liegt der Fehler. Also, da kommen wir gleich zu. Trotzdem glaube ich ganz einfach, dass die Politik verpflichtet ist, unsere demokratische Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wir leben in einem Notstandsgesetz. Und wir leben in einer Gesellschaft, die plötzlich einen Mundschutz tragen muss, ja, die gegeißelt wird, dass wir nicht auf die Straße gehen dürfen. Es waren jetzt am Wochenende fast, also zwischen
500 und 800 oder vielleicht sogar 1 Million Menschen auf der Straße. Gestritten über 15.000 bis 1,3 Millionen wird gestritten. Ja, wir haben jetzt aber ein Video, wo eine Stunde und 5 Minuten die Menschen vorbeigehen, nur aus dem Zug. Ja, ja. Eine Stunde und 5 Minuten nur Menschenmassen praktisch vorbeigegangen sind im Zeitraffer. So, und also, das heißt, das ist ja Statistik, jetzt können wir die Leute tatsächlich zählen. Das ist das Gute. Jetzt kann man relativ schnell sehen, wie viele Leute sind an dieser Kamera vorbeigelaufen. Ja, ja. Dann weiß man zumindest mal, wie groß der Zug war. Und dann kann man in etwa auch einschätzen, wie viele Menschen auf diesem Platz waren. Also auf jeden Fall finde ich es überhaupt fantastisch, dass so viele da waren. Aber wir müssen zum Thema zurückkommen. Genau. Sie haben es nämlich gesagt. Stellen Sie sich vor, wir haben nämlich hier als Punkt draufstehen, was hätten wir der Regierung geraten, wenn sie so weise gewesen wäre, den Weltrat der Weisen zu fragen. Ja? Was hätten wir ihnen für einen Plan gemacht, für einen Fahrplan? Glauben Sie wirklich, also ich habe eine Vermutung. Ja. Ja. Die Politik will das gar nicht. Nein, Vorsicht. Wir sind ganz strenge Naturwissenschaftler. Ja. Ja? Sie haben einen sehr guten, gesunden Menschenverstand. Aber wir müssen als Wissenschaftler, ich bin auch oft richtig wütend über das, was geschieht. Aber ich muss mich immer zügeln, weil es ist nur ein Irrtum. Das will ich auch Ihnen lassen. Es ist nur ein Irrtum und es ist aber ein Irrtümer töten. Ja. Irrtümer töten. Ja. Also nochmal, die Politik hätte jetzt die Weisheit aufbringen müssen, der gesamte Mainstream der Medizin, nicht die Ausnahmeärzte, sondern der Mainstream, erzählt uns, das ist ein Killer. Ja. Und wir haben keine Ahnung von irgendwas. Ja. Und jetzt sollen wir die Kraft haben zu sagen, was der Mainstream sagt, wollen wir hinterfragen. Wir wollen noch andere Experten hinzuziehen. Genau. Das hätten sie wirklich tun sollen. Aber das die Tendenz der Politik ist sozusagen, der Mainstream hat immer recht und alle anderen sind Spinner. Und die wollen wir gar nicht hören, die Spinner. Ja? Und deswegen hat die Politik sozusagen eigentlich so gehandelt, wie sie immer handelt. Auch bei der Schweinegruppe, die haben sich ja das wirklich verkaufen lassen. Lassen Sie mich nur den Satz zu Ende sagen. Ich sage Ihnen jetzt ganz kurz mit 3 Sätzen, was wir gemacht hätten. Dann verstehen Sie, wo der Punkt ist. Wir hätten gesagt, liebe Regierung, sagen Sie den Bürgern, das ist eine kräftige Grippe, die sollen sich schützen, wie man sich immer bei Grippe schützt. Aber das da in China, das ist nichts Gefährliches. Weil Sie müssen erst mal die Angst rausnehmen. Denn wenn Sie Panik und Angst schaffen, kriegen Sie Tote allein dadurch. Ja, und dann stürmen die Leute die Krankenhäuser und werden in die Intensivbetten gebracht und wir sterben dann an den übermäßigen Beatmungsaktionen und so weiter. Ja, also das heißt erstmal beruhigen. Das ist harmlos. Und dann suchen Sie Biologen, die keinerlei finanzielle Verknüpfung mit der Pharma- und Medizinindustrie haben. Ganz neutrale Biologen. Und lassen Sie die hauptsächlich in den Krankenhäusern entscheiden, wer überhaupt in ein Intensivbett aufgenommen werden darf. Denn sonst werden diese Betten vollgestopft, weil es ja ein Modethema ist, Corona. Und da werden vollgestopft und da haben Sie lauter Leichtkranke in den Intensivbetten und dann stecken Sie denen noch die Beatmungsschläuche rein und dann sterben die wegen der Beatmung am Ende und so weiter. Also das heißt, die Biologen, neutrale Biologen müssen entscheiden. Und wenn wir dann trotz der biologischen Entscheidung, die also vorsichtiger sind und sagen, ich muss ja, die würden wir als Teil des Gesundheitsamtes Deutschland vereidigen, ja? Sozusagen, wir sind der Bevölkerung verpflichtet, dass wir wahrheitsgemäß entscheiden, ist der biologische Zustand dieses Organismus so schwach, dass wir ihn auf Intensiv stecken müssen. Und dann auch Beatmung, erstmal Sauerstoff hat sich herausgestellt, dass frei flottierender Sauerstoff viel besser ist als jede Beatmungsmaschine. Und das heißt also, und jetzt stellen Sie sich vor, dann hätte man gesagt, liebe Regierung, lassen Sie doch erstmal 70% der Intensivbetten voll werden. Und wenn die dann durch die Biologen tatsächlich belegt sind, dann machen wir von mir aus den knallhartesten Lockdown, den Sie sich je vorstellen können. Ja? Und dann können wir immer noch die Infektionsrate so bremsen, runterbremsen. Nichts wird so heiß gegessen, wird wie es gekocht wird. Ja, wenn wir natürlich sehen, dass innerhalb von Tagen 70% der Intensivbetten voll sind, dann müssen wir natürlich vorher schon reagieren. Aber wenn das dann über Monate hin sich allmählich 70% nähert, dann wissen wir, so ganz dramatisch ist alles nicht. Außerdem können wir immer noch Patienten in die anderen Länder der Erde, die noch nicht so voll betroffen sind, exportieren quasi und in deren Krankenbetten leben.
und so weiter. Und ich garantiere, ich wette als Mensch, das ist aber keine wissenschaftliche Aussage, ich als Mensch und Person wette mit Ihnen 50 Euro, dass wir die 7000 Betten nie die 70% nie erreicht hätten. Da bin ich hundertprozentig Ihrer Meinung. Jetzt unterscheiden uns natürlich zwei Dinge. Ich bin als Fotograf unabhängig. Ich bin als jemand, der mit Menschen Interviews macht, mit so spannenden Menschen wie Ihnen, in einer unabhängigen Situation. Ich verstehe natürlich, dass Sie als Wissenschaftler und als Professor und ich bin auch unabhängig. Also ja, das wollte ich Ihnen überhaupt nicht. Das wollte ich Ihnen. Wir haben unsere Professoren auch. Nein. Das haben wir so gemacht, dass die auch völlig finanziell unabhängig sind. Ich glaube, Sie müssen diplomatisch sein. Nee, bin ich auch nicht. Sind Sie auch nicht? Okay, dann sind wir uns viel, viel ähnlicher. Nee, aber sagen Sie mal, was Ihre Grundthese ist und warum wir die nicht teilen als Wissenschaftler. Ich glaube ganz einfach. Das ist meine These. Ich habe das erspürt. Ich bin ein intuitiver Mensch. Ja, und ich gucke mir die Dinge ohne Vorurteil an. Ich gucke sie mir einfach von oben an und nehme meine Lebenserfahrung und versuche, Dinge zu analysieren. Ich habe sehr viele Strategien und Konzepte in meinem Leben geschrieben für große Firmen und für Marken. Und Ihr gesunder Menschenverstand ist wirklich super. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo er vielleicht nicht ganz so gut ist wie die Naturwissenschaft. Ich gebe Ihnen recht, dass ich der Politik ein Irrtum in der ersten Zeit vielleicht noch zugestehe. Der Hauptirrtum war die Medizin, Medizinirrtum. Lassen Sie mich das ganz kurz zu Ende bringen. Ja. Dass die verkehrten Berater im verkehrten Moment um die Politik herum waren, die natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse hatten, wie der Drosten und natürlich auch die Bill Gates und die Bill und Melinda Gates Stiftung und so weiter. Und auch die WHO, weil die natürlich unter dem Druck der Melinda und Bill Gates Stiftung standen. Ja. Ich glaube aber nicht, und zwar schon seit längerer Zeit nicht, dass das Ganze nicht irgendwo nach einer strategischen Agenda passiert ist. Und zwar sage ich das auch vielleicht mal ganz klar, warum. Ich glaube ganz einfach, dass Bill Gates so viel Geld verteilt hat in ganz Europa. Wir werden uns heute den Spiegel kaufen und werden heute Habe ich alles mitbekommen. Der hat Geld mal, verstreut. Genau. Ne? Wir werden heute mal die Anzeigen, die aus Pharma und pharmazeutischen nahen Firmen, das sind ja auch Ernährungsfirmen, also wir werden die ganzen Anzeigen, die im Spiegel sind, einfach mal versuchen zu analysieren und mal gucken, wer und wo praktisch in diese Zeitung investiert hat. Und mein Verdacht ist ziemlich groß, dass wir nämlich doch wieder im Grunde genommen eigentlich so in dieser Ernährungs- und Pharma-Industrie landen werden, die natürlich auch ganz stark auch durch die Interessen von Melinda und Bill Gates oder Bill und Melinda Gates vertreten werden. Also das heißt, gekaufte Werbung. Und das große Problem, was ich einfach jetzt sehe, ist, dass und deswegen habe ich mich auch extrem auf dieses Gespräch gefreut, weil ich mit jemandem rede, der natürlich einen ganz anderen Blickwinkel hat und der uns natürlich oder mich auch natürlich auch nochmal reflektieren kann. Und was meinen Sie, was ich manchmal schimpfe, wenn ich wütend bin auf diesen ganzen Mist, wie ich dann also sozusagen die Leute vielleicht manchmal auch beschimpfe? Das ist auch ganz menschlich, aber als Naturwissenschaftler muss ich mir dann immer sagen, du bist gerade auf dem falschen Weg. Ich will aber keinen beschimpfen. Sondern ich will Sie haben einfach nur ein Wort gesagt. Da ist eventuell eine Strategie. Ja, also ich sage jetzt mal, warum. Und jetzt sage ich Ihnen, warum da keine Strategie sein kann. Lassen Sie mich meinen Gedanken kurz zu Ende bringen, weil dann können Sie wesentlich besser darauf antworten. Und zwar glaube ich, wir haben jetzt gerade ein Zahlenbeispiel genommen. Jeder gesunde Menschenverstand, jeder gesunde Arzt kann diese Pille eigentlich nicht schlucken, weil sonst würde jeder zu ihm sagen, Moment mal, das Verhalten, was du jetzt an den Tag legst, das ist Wissen eines Sechsjährigen in der Hauptschule oder in der Grundschule. Aber der Mainstream-Arzt ist darauf trainiert, auf die Obrigkeit zu hören. Und wenn von oben kommt, das ist ein Killer-Virus, dann fragt er nicht mehr. So, und da, also, und da bin ich anderer Meinung. Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen. Und zwar, wir haben ja zum Beispiel den Brief für die Kanzlerin von Professor Bhakti gefilmt. Ja. Und das war sehr früh. Und Haben Sie gemacht. Das haben wir Toll, gemacht. Das war ja natürlich eine ganz wichtige Geschichte, der Brief an Frau Merkel. Ne? So sieht's aus. Frau Merkel
hat noch nicht mal darauf reagiert. Ja, ja. Es kann nicht sein, dass ein Arzt wie Professor Bakti, der 12.000 Ärzte in Deutschland ausgebildet hat, ja, und einen offenen Brief an die Kanzlerin schreibt, keine Reaktion vom Kanzleramt bekommt. Mhm. So, und da sehe ich zum Beispiel schon mal die Ignoranz, nämlich überhaupt keine andere Meinung zuzulassen. Ja, ja. So, und was ich jetzt in der Politik merke, ist, dass auf der einen Seite die CDU plötzlich und auch die CSU mit dem Söder durch ihre massiven Maßnahmen und durch die Angststreuung durch die Medien einen unheimlichen Zulauf haben. Das ist schon im Grunde genommen eigentlich autokratisch, was da gerade passiert, ja, für meinen Geschmack. Und das eröffnet für mich auch den, als jemand, der Strategien durchschaut, den Verdacht, dass das Ganze einfach eine Agenda ist. So, jetzt kommen wir ganz kurz noch zur Agenda. Strategie und Agenda, habe ich verstanden. So, ja, darauf muss ich eingehen. Die Agenda ist ganz einfach. Ich habe immer befürchtet, eigentlich seit 8 Jahren, dass nach 2008 diese Blase, die so aufgebläht worden ist, nämlich der Spekulationswirtschaft, im Gegensatz zu der kleinen Blase der Realwirtschaft, dass die immer mehr Druck auf ausgeübt hat. Ja. Und die Realwirtschaft immer mehr ausgepresst worden ist. Das habe ich als Fotograf an jeder Ecke gemerkt. Ja, 2008 bei dem Börsencrash waren dann viel weniger Jobs da. Mein Umfeld hatte viel weniger Geld. Das heißt, die Spekulationsblase hat sozusagen die Realwirtschaft immer mehr unter Druck gesetzt. Ja, ja. Vor ein paar Jahren war das vielleicht im Ausland, aber jetzt hat man das auch in Europa ganz extrem gespürt. Und diese Blase drohte zu platzen. Mhm. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dass ich mir nämlich Professoren wie Sie oder auch Professoren kaufen kann in der ganzen Welt, Psychologen, Strategen, Ökonomen und so weiter. Und, wer noch verdienen muss, ist und, immer käuflich. Und, so, ja, und weiß, diese Blase ist sozusagen am Platzen, dann gehe ich dazu über, mir auszudenken, welches die nächsten Schritte sind, um es nicht dazu kommen zu lassen. Und wenn die Blase platzt, mir zu überlegen, wie ich meine Macht erhalten kann und das praktisch auf die Realwirtschaft sozusagen, auf den Mittelstand abfedern kann und einen Schuldigen habe, um mir dann das Geld von der Gesellschaft zu holen. Und das ist mein Verdacht. Ich glaube ganz einfach, dass diese Blase zum Platzen kam. Und dass wir auf der anderen Seite, und dann bin ich auch fertig, in einem Quantensprung des Zeitalters sind. Nämlich wir sind sozusagen an der Kippe zur absoluten digitalen Zukunft. Und wir haben KI, wir haben Internet der Dinge, wir haben Elon Musk, der 42.000 Satelliten jetzt schon da hochschießt. Wir haben das Internet, wir haben sozusagen eine digitale Welt, mit sehr vielen Weltverbesserern aus der Hippie-Zeit, wie Bill Gates und auch andere, die Welt verbessern wollen. Und das alles kommt irgendwo zusammen. Mhm. Und ich glaube, das fördert auch gerade diese Situation. Und da steht auch mein Verdacht, dass nämlich im Grunde genommen einfach ein strategisches Werk ausgearbeitet worden ist, wie das Ganze sozusagen gemanagt werden kann und wie man im Grunde genommen wie mit Schachfiguren einfach jetzt eine Agenda umsetzt, die und die Gesellschaft in die Irre führt. Ja. Dieser Verdacht ist für mich so groß, dass ich da jetzt gerne von Ihnen ein Feedback drauf Warum der nicht stimmt? Ich kenne den. Wir verfolgen seit Monaten alles, was im Internet, manche Dinge, die Sie angesprochen hatten, würde ein Dr. Krall unterschreiben, Dr. Markus Krall. Ich kenne das alles in- und auswendig. Jetzt sage ich Ihnen ein paar Argumente, warum das nicht so ist. Zum Glück nicht so ist. Es wäre nämlich schrecklich, wenn es so wäre. Erstens, wir Menschen neigen dazu, das wissen wir in der Evolutionspsychologie, in der Entwicklungspsychologie, wenn wir sehen, dass alles schief läuft und alles schlecht läuft, dann neigen wir dazu, da muss doch ein Mensch dafür verantwortlich sein oder jemand die Schuld daran haben. Weil es uns so total schwer fällt, uns klar zu machen, dass Systeme töten können, Systemfehler tödlich sein können, dass es gar nicht den Menschen erfordert, sondern Systeme töten können. Erster Argument. Das heißt, also es ist ganz menschlich, auch ich selbst neige immer dazu, jetzt so eine Scheiße, warum hört ihr denn endlich auf mit diesem blödsinnigen Lockdown oder so? Ja? Aber das ist unrealistisch. Ich muss mich dann zügeln, muss sagen, nein, es ist Irrtum. Das heißt, also jetzt
gucken wir es uns an. Erstes Argument, die Verschlechterung der Argumentationsbasis. Wenn Sie mit Bill Gates reden, also ich würde jetzt mal sagen, lieber Herr Bill Gates, darf ich Ihnen sagen, dass Sie leider nie Naturwissenschaft studiert haben gründlich und deswegen nicht wissen, dass Sie grundsätzlich nichts glauben dürfen, wenn ein Teil der Wirtschaft riesige Milliarden gewinnen kann durch etwas, dass der Ihnen natürlich erzählt, die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie Ihnen natürlich erzählt, dass die Menschheit verloren ist, wenn sie nicht alle impfen, wenn nicht alle regelmäßig geimpft werden, dass Sie das dann glauben sozusagen, das hätten Sie dann nicht geglaubt, wenn Sie eine saubere naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt hätten, weil Sie dann gesagt hätten, lieber Bill Gates, da steckt so viel Evolutionsprozesse in Richtung Profitmaximierung dahinter, ja, dass die da kein Wort geglaubt hätten. Aber sie haben es geglaubt und sie haben den Irrtum 1:1 übernommen und stecken jetzt ihr Geld als Gutmensch in dieses Thema hinein und schütten die bis zum Spiegel überall Geld hin zu ihren Freunden, die das genauso sehen. Aber es ist ein einziger Irrtum. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, Sie haben da eine böse Strategie, Sie wollen da ein Geschäft auf Kosten der Menschheit machen, gar die Bevölkerung auf 500 Millionen reduzieren oder was auch immer, ja, was da spekuliert wird, also da möchte ich so dann kommen Sie in ein ganz böses Gesprächsklima, weil der sagt dann sofort, ja, Sie liefern mir hier gerade eine beweislose Verdächtigung, das ist sogar strafbar, Sie unterstellen mir jetzt gar quasi böse Absichten und dabei meine ich es doch nur gut. Ja? Also das heißt, rein aus verhandlungstaktischen Gründen ist es immer gut, dem anderen höchstens einen Irrtum zu unterstellen, aber nie böse Absicht, weil das erstens, Sie dürfen heute den Bill Gates, wir dürfen heute eine Strafanzeige hier in Deutschland gegen Bill Gates stellen. Aber wir dürfen nicht hingehen und sagen, der plant da Ungutes. Denn das ist eine beweislose Verdächtigung. Man nennt das juristisch dann, glaube ich, falsche Verdächtigung. Gibt dann so Begriffe wie Verleumdung, Geschäftsschädigung und. Ja, das heißt, also rein aus taktischen Gründen ist es immer besser, wenn man ein Problem lösen will, denn diese Leute haben sehr viel Macht. Es gibt dann nur die Möglichkeit, also wenn ich einem eine Strategie unterstelle, oder eine Agenda unterstelle, dann bin ich ganz schnell beim Lynchmord. Ja? Aber ich denke mal, das, was wir jetzt hier im Moment tun, ist einfach nur zu verstehen, was hier in dieser Welt passiert. Was wirklich also, los ist. Gehen wir einfach mal zu den Fakten. Ja. Ich glaube, ich gebe Ihnen in einer Sache recht. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht an dieses Horrorszenario, dass Bill Gates vorhat, die Welt zu minimieren auf 500.000 Menschen. Das glaube ich nicht. Das muss ich auch noch mal ganz klar betonen. Und ich werfe ihm das auch nicht vor. Ich bin nur einfach auf der Suche nach der Wahrheit. Ja. Und, jetzt wäre ja eine Stufe milder, wäre ja Bill Gates irrt sich und das füllt seine Kassen, weil er ganz verfilzt ist mit den Profitinteressen der Pharmakonzerne. Und da bin ich, ja, aber da... Das wäre jetzt eine Stufe milder. Wäre aber auch noch ein Schuldvorwurf. Ich beschreibe das vielleicht mal anders. Ich glaube, ich habe so einen Menschen kennengelernt und das große Problem ist, dass diese Menschen so viel Erfolg haben, so viel Macht haben, dass sie natürlich dieser göttlichen Energie, die Welt zu verändern, sehr nahe kommen. Ja, ja. Sie sind Schaffer, und zwar globale Schaffer. Sie können die ganze Welt verändern. So, und das heißt, wenn in dieser Wahrnehmung, und zwar reden wir da mal über Silicon Valley, da sind ja mehrere so eine Menschen. Da ist ein Elon Musk, da ist ein die Google-Leute, die Facebook-Leute, Mark Zuckerberg. Genau. Das heißt, auf einem ganz kleinen Punkt der Welt konzentrieren sich sozusagen die Hippies und die Weltverbesserer, auch das Gedankengut der Hippies. Ja, ja. Und wir haben Probleme auf dieser Welt und die würde ich auch niemals abstreiten. Ich denke, das ist das Entscheidende, dass man auch die Realität sieht. Also wir haben Überfischung, wir haben eine Verschmutzung der Meere, wir haben Probleme mit Atommüll. Wir haben Ihre Wohlfühlstimme hat kein Gewicht, der Mensch hat kein Gewicht. Unser System muss
muss, so wie es jetzt ist, über Leichen gehen, weil das ist das Wettbewerbsprinzip bedeutet, wenn du dir eine Sekunde auch nur über deine Angestellten oder deine Kunden und deren Gesundheit und deren Zukunft Gedanken machst, bist du in dem Spiel schon der Verlierer. Genau. Du musst in der Sekunde schauen, dass du den Leuten krankmachende Lebensmittel verkaufst, du musst ihnen krankmachende Medikamente verkaufen, du musst dies und das, ohne dass dir das bewusst wird, weil sonst kannst du ja nicht mehr in den Spiegel schauen, sondern du musst einfach, in der Evolution läuft das so. Und jetzt kommen wir zum ganz zentralen Punkt. Wissen Sie, wie alt die Medizin ist? Schätzen Sie mal. Ja, also 5000 Jahre in etwa. 170.000 eventuell. Wir wissen es nicht genau, aber 170.000 Jahre könnte sie alt sein. Darf ich da auch ganz kurz was einhaken, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Wir gehen immer davon aus, dass wir heutzutage die beste Medizin haben, die es jemals gab. Wahrscheinlich die schlechteste. So sieht's aus. Ich glaube, und das ist jetzt meine These, wenn ich zum Beispiel die Ayurveda-Medizin in Indien sehe oder einfach die chinesische Medizin, dann glaube die, ich... Ich glaube, dass die viel weniger schädlich sind als unsere. Ich glaube noch etwas ganz anderes. Ja. Ich glaube ganz einfach, dass wir völlig unterschätzen, wie stark wir uns nämlich über den Geist selber heilen können. Und wir sind geistige Wesen und haben komplett die Vernabelung zu dem Geist verloren. Ja. Wir sind rein nur noch erzogene rationale Wesen. Wenn ich Kinder sehe, dann sehe ich Menschen, die vollkommen sind. Ja. Wenn ich alte Menschen sehe, dann sehe ich noch mal so ein kurzes Aufblitzen dieser Weisheit. Mhm. Und zwischendrin habe ich das Gefühl, die Menschen sind wirklich teilweise so unreflektiert, dass sie sich als Geistwesen gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und so können Sie den echten Naturwissenschaftler unterscheiden vom schlechten Naturwissenschaftler, dass Sie mit mir über Geist, über Seele, über Psyche, über all diese Faktoren, über totale Ganzheitlichkeit reden können. Denn der Naturwissenschaftler weiß doch, dass es in zum Beispiel, wir haben einen Professor dabei, der forscht über Homöopathie. Also Sie müssen doch als Naturwissenschaftler die Ganzheit einer Behandlung Situation und ihre Wirkung auf das Immunsystem eines Menschen untersuchen und doch nicht nur darauf fixieren, ob jetzt nun der Stoff, der darin ist oder der nicht mehr drin ist in dem homöopathischen Mittel, ob der eine Rolle spielt, sondern der Mensch fühlt sich verstanden, er entspannt sich, sein Immunsystem arbeitet dreimal so stark wie vorher, er fühlt sich aufgehoben. Wir müssen über die Fakten reden. Wir müssen über die naturwissenschaftliche Gesamtsituation sprechen und da ist doch die Ayurveda Situation, wenn Sie an die Ölmassagen denken und so weiter. Ja. Diese zärtliche, liebevolle Menschenzuwendung, die ganz hat doch in der Summe eventuell eine viel größere Wirkung, als sich nur zu fixieren auf die Frage, ob eine bestimmte Chemikalie in einer Zelle bestimmte Auswirkungen hat oder nicht. Ja. Mit mir können Sie darüber reden, weil wir sind richtige Naturwissenschaftler. Deswegen machen wir das Interview und da freue ich mich auch drauf. Da möchte ich auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich möchte nur meine Gedanken, warum ich das Ganze als strategisch wahrnehme, einfach noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Ja. Wir wissen, dass wir in der Zeitgeschichte Quantensprünge erlebt haben. Also zum Beispiel in dem Zeitalter, als die Dampfmaschine erfunden worden ist. Oder auch in der zweiten industriellen Revolutionen, als Fließbänder und diese ganzen Geschichten entstanden sind. Darüber spricht ja Richard David Brecht sehr ausführlich. Und ich glaube ganz einfach, dass wir es völlig unterschätzen, dass wir mit dem Beginn 2000 in etwa so langsam in dieses digitale Zeitalter eingelaufen sind und dass wir jetzt sozusagen in einem strategisch gewollten Quantensprung in die Digitalität uns aufgemacht haben. Und zwar mit bewussten Interessen aus dem Silicon Valley, mit dem bewussten Interesse der Amerikaner, sich als Weltmacht weiter zu positionieren und auch ihre Vormachtstellung einfach weiter auszubauen. Und da muss man, denke ich mal, den Politikern der Vergangenheit auch nochmal genau zuhören. Ich weiß nur zum Beispiel den Reagan, der die Vision hatte, im All praktisch ein Schutzschild für die Amerikaner
zu bauen. Also praktisch ein, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es voll verstanden, weil ich, wie gesagt, ich kenne alle Konzepte, die es im Internetfernsehen gibt und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber ich würde Ihnen jetzt gerne genau das naturwissenschaftliche Argument sagen, das das widerlegt. Okay, dann freue ich mich. Das nennen wir die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Also Sie haben hier den ersten Frühhändler der Evolution und der sagt, liebe Leute, ich darf euch nur natürliche Nahrung verkaufen, nur naturbelassene Früchte, Gemüse, Pilze, Nüsse, was auch immer, Wildkräuter und so weiter, weil ihr braucht starke Immunsysteme, sonst werdet ihr mehr krank und so weiter. So, das ist der Wahrheitsorientierte. Aber jetzt gibt es das Naturgesetz von Mutation und Selektion. Sie haben bestimmt schon mal gehört, Variation und Selektion, Mutation und Selektion. Und das ist noch mehr ein Naturgesetz, ist viel wichtiger als das Naturgesetz der Gravitation von Sir Isaac Newton. Ja? Okay. Es ist das Wichtigste, denn das ganze Universum ist geprägt, Sie kennen es aus der Schule hoffentlich, von dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Wir sagen ganz bewusst heute Naturgesetz, weil manche sagen, es ist die Evolutionsbiologie, manche sagen, es ist die Evolutionsbiologie. Theorie. Es ist längst keine Theorie mehr. Es ist eine der gesichertsten Sachen der Welt überhaupt. So, also, und dieses Naturgesetz von Mutation und Selektion führt zwangsläufig dazu, dass irgendein Frühhändler, der Tausendste, der Hunderttausendste, sich irren muss. Es geht nicht. Also, die Gehirne können niemals immer nur Wahrheit produzieren. Es muss einen Irrtum geben. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagt dieser, und der glaubt das wirklich, nein, ich habe hier so denaturierte Nahrung mit ganz viel Zucker und Salz und mit Chemikalien, mit Konservierungsstoffen und so weiter, mit allem Möglichen. Das gab Vorläufer damals nur. Aber ich habe hier also denaturierte Nahrung. Und die ist genauso gesund wie alles andere auch. Die könnt ihr genauso kaufen und ich kann sie euch viel billiger verkaufen, weil die in der Herstellung viel billiger ist als das Anliefern dieser Naturnahrung. Und die Leute, die glauben das, der Mensch ist das suggestibelste Lebewesen der Erde. Und was passiert? Ein paar Leute kaufen ihm das ab, werden langfristig krank, merken aber am Anfang nichts. Das schmeckt ja wahnsinnig gut, das ganze Chemiezeug. Ja? Und dadurch verdient er mehr als der andere. Das heißt, er kann den anderen langfristig auskonkurrieren. Und er wird der sein, der zwei Kinder ernähren kann, drei Enkelkinder, zwei Urenkel. Und er wird der Vorfahre von Lidl, Aldi und Rewe und Alnatura. Auch von Alnatura und Basic und wie sie alle heißen. Ja, das heißt, wer Irrtümer trägt, die sich dann als vorteilbringende Irrtümer erweisen, der macht das Rennen in der Evolution. Ja. Das heißt, nicht die Wahrheit macht das Rennen in der Evolution ohne Wohlfühlstürme, ohne Gesundheitsdaten, ohne Langlebigkeitsdaten, ohne Wirtschaftswunderdaten, machen leider die Irrtümer das Rennen. Und zwar an nur bestimmte Irrtümer, die vorteilbringenden Irrtümer. Und dadurch breiten sie sich mit ihm aus und der kann die meisten Werbefirmen bezahlen. Dadurch gibt es die meiste Werbung dafür, für diese Produkte. Und dadurch wird die ganze Menschheit ernährungskrank, ernährungsbedingt krank. Obwohl alles nur angefangen hat mit einem winzigen Irrtum. Und welcher Sohn wird hingehen und sagen, lieber Vater, ich hinterfrage deinen Irrtum, deine These, dass diese denaturierte Nahrung genauso gesund wäre wie die andere. Der wird als schwarzes Schaf die Familie verlassen, aber es werden genügend Kinder übrig bleiben, die genau sagen, ja Papa, du hast recht. Und ich glaube das genauso wie du und die das. Ja, und das heißt also, dass von Anfang an, ohne jegliche Strategie, ohne jegliche Agenda, ohne jeglichen Plan oder was auch immer, das Böse entsteht und alle es gut meinen und dieses Lebensmittel, Mogule, könnte man sie nennen, Lebensmittelindustrie Mogule, glauben, sie würden die Menschheit retten. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel soll unserem Arzt Dr. Med Ludwig Manfred Jacobs, sollen Leute, maßgebliche Leute von Nestlé gesagt haben, dass sie gerne umschwenken würden und den ganzen Mist nicht mehr verkaufen würden. Aber sie müssen, weil sie sonst im Markt weg sind, tot sind, ja. Und dass sie gerne das ändern würden und dann sagen wir schaffen euch mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten den Rahmen, dass ihr all das Zeug verschrotten
verwerten könnt, was ihr bisher hergestellt habt. Ihr stellt gesundheitsförderliche Nahrung her, naturbelassene Nahrung, Gewächshäuser, super Früchte, super Gemüse, Ursortenrückzüchtung und was auch immer. Kennen Sie die Champedak? Eine der herrlichsten Früchte der Erde, schmeckt wie Schokolade, ist aber total gesund im Gegensatz zur Schokolade und so weiter. Und kennen nur den Schokoladenbaum. Ja, nee, und am Ende sozusagen werden Sie immer noch Marktführer sein oder wieder Marktführer sein, aber diesmal kriegen Sie die Verdienstzuschläge für die gesunden Kunden. Es ist ganz witzig und also erstmal vorab, ja. Ich mag Ihnen unheimlich gerne zuhören, weil Sie etwas so klar und deutlich eigentlich auch analysieren und auch vortragen können und mir da wirklich aus der Seele sprechen. Mhm. Ich komme ja aus einer Welt, wo ich immer Fragen gestellt habe und wo mir immer alles unlogisch vorkam. Ja, das ist auch so. Es ist ja auch alles unlogisch. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich kenne einen ganz reichen, also einen der reichsten deutschen Fashion-Hersteller. Mhm, der hat 1500 Läden. Und irgendwann bin ich mal zu ihm gegangen und habe gesagt, wissen Sie, das, was Sie da tun, ist doch unlogisch, weil alle anderen tun es doch auch. Sie kommen doch in eine totale Konkurrenz. Ja, ja. Ich habe Ihnen ein Konzept gemacht, wie Sie das ganz anders machen können und wie Sie eine Alleinstellung herstellen können. Ja. Und dabei brauchen Sie noch nicht mal Ihr Konzept zu verwerfen, sondern wir machen so einen Triple-Down-Effekt. Das heißt, wir fangen ganz, ganz oben in der Spitze an und lassen das nach unten tropfen. Der guckte mich ganz bescheuert an. Ich bin bis heute noch Gesprächspartner von ihm, aber ich konnte das gar nicht verstehen. Und ich konnte nicht verstehen, dass er es nicht versteht. Das war das Verrückte. Und ich habe dann ihm gesagt, wissen Sie, bisher klauen Sie den Designern in der ganzen Welt die Sachen, dann machen Sie die Umweltverschmutzung in der dritten Welt. Dann sterben im zusammenbrechenden Haus in Pakistan die Näherinnen. Genau. Dann kommt das Zeug hier wieder her. Und das habe ich ihm auch so klar gesagt. Und dann vergiften Sie hier die Kinder. Ja. So, und ich habe Ihnen jetzt ein Konzept gemacht, wie Sie ganz oben in der Spitze sozusagen eine Werbung bekommen, wie Sie es ganz anders machen können und wie Sie eine Alleinstellung haben und wie Sie praktisch damit sozusagen Ihre Läden revolutionieren können. Ich habe zu ihm gesagt, wir kaufen jetzt ein Haus, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, in Berlin. In diesem Haus steht alles zur Verfügung, große Screens, große Rechner, Nähereien, also eine Sample, also praktisch, dass die Leute da Samples nähen können. Die haben so große Bildschirme, wo wir so Charts haben. Und dann sagen sie, jeder Designer kann hier etwas vorschlagen und kann dann praktisch diese Kollektion hier umsetzen und ist dann praktisch an diesen Designs mit beteiligt. Also ich glaube, ich habe Ihr Modell schon voll verstanden. Darf ich Ihnen schon die Arbeitsantwort sagen? Ich wollte es noch kurz zu Ende bringen. Ja, ja. Und wir kaufen nur recycelte Stoffe, wo die Leute dann praktisch in ihren Läden die alten Jeans abgeben, wo die dann zerhäckselt werden und dann praktisch daraus neue Stoffe gemacht werden. Und wir machen eine Premium-Kollektion, die so viel Werbung für ihren Laden hat und so viel Alleinstellung, dass wir das dann immer weiter nach unten führen. Ja. Und eines Tages ist sozusagen Ihr Unternehmen komplett sauber und eigentlich es wird nur noch in Europa produziert. Es wäre eigentlich ein Gemeinwohlunternehmen. So sieht's aus. So ein gemeinwohlökonomisches Unternehmen, würde Christian Felber sagen. Und er guckte mich an. Warum funktioniert das nicht? Und hat mich gefragt, warum sollte ich das tun? Ja. Er war neugierig, er hat mir die Zeit gegeben. Ich meine, man muss ja immer sagen, weil so einem er dann Menschen, wirklich was Gutes tut. Genau, so ein Mensch, ich habe das mal ausgerechnet, so ein Mensch kostet um die 20.000 Euro die Stunde. Ja, ja. Er hat mir eine Stunde zugehört. Ja, ja. Aber er hat es nicht verstanden, außer dass wir heutzutage telefonieren. Also das war übrigens immer meine Arbeit. Ich sage Ihnen jetzt meine Antwort. Ja. Ich habe es voll verstanden, weil ich beschäftige mich ja mit der Gemeinwohlökonomie, mit der Bilanzierung und so weiter und mit dem Siegel und so weiter. Der einzige Denkfehler ist, dass Sie die Bevölkerung überschätzt haben, nämlich Sie denken, dass die Bevölkerung dabei so klug sei wie Sie selber. Denn wenn eine Bevölkerung so ist wie Sie, so klug ist wie Sie selber, dann geht sie hin und kauft diese Produkte und bevorzugt sie gerade, weil das nicht alles vergiftet und alles giftfrei ist und so weiter, gesund ist und weil es nicht die halbe Welt umbringt und so weiter. Deswegen kaufen sie. Aber
Die Masse der Menschen ist damit überfordert. Die Masse der Menschen schafft es nur zu sagen, wie geht's mir? Wohlfühlstimme, geht es mir 3-4 oder geht es mir 3-? Geht es mir ein bisschen schlechter? Geht es mir 4+? Das kriegt die Masse der Bevölkerung hin. Aber das, was sie wollen, nämlich, dass die Bevölkerung abwägt zwischen einem Hochglanz-T-Shirt, das voll von Giften ist und die Kinder über die Haut vergiftet, ja? Das zu unterscheiden von einem süß gemachten aus Einzelteil, recycelten und so weiter. Da unterscheiden wir uns ganz extrem. Ja, das schafft die Bevölkerung nicht. Da unterscheiden wir uns aber ganz extrem. Die sind Naturwissenschaftler. Ja, ja. Ich habe mein ganzes Leben mit Werbung und damit ja auch mit Manipulation verbunden. Ja, das ist unser Thema. Biologie der Manipulation. So, ja? Und Manipulation, und das ist das Verrückte, funktioniert auf zwei Ebenen. Ja. Die eine Ebene ist, man kann manipulieren, indem man die Leute zu etwas Besseren, zu etwas Gesünderen, zu etwas Saubereren und Modischeren führen kann. Man kann sie aber auch in die andere Richtung führen, nämlich billig, schlecht, Trash und sie auch vergiften. Ja. Beides funktioniert. Ja. Und das ist natürlich, das kann man natürlich, glaube ich, jetzt mal einfach in die naturwissenschaftlichen Überlegungen nicht ganz mit reinnehmen, weil dafür braucht man die Marketingerfahrung. Und die Marketingerfahrung. Es gibt ein Argument. Ja, okay. Sie haben 100 Konzerne auf der Welt, die Leute Richtung Trash manipulieren. Und sie haben nur eine Firma auf der Welt, die dann die Firma in Richtung des Guten, die Bürger in Richtung des Guten lenken will. Und dann geht das, die 100 haben mehr Manipulationsmacht. Definitiv. Und jetzt gebe ich Ihnen aber das Gegenbeispiel. Ja, ja. Alles unterliegt der Evolution. Ja, genau. So, Evolution ist das heißt universelle also, Prinzip. Die Evolution, und das sehen wir zum Beispiel an den Bioläden, das sehen wir zum Beispiel auch an dem grünen Gewissen, was die Gesellschaft langsam so entwickelt. Alles braucht natürlich viele Generationen oder zumindest einige Generationen, bis es sich umsetzt. Aber, und jetzt kommt nämlich das Entscheidende, ich habe immer gemerkt, wenn viele Unternehmen sozusagen, und das war immer meine Arbeit, wenn viele Unternehmen in eine Richtung laufen, dann laufen sie in einen Markt, den sie sich immer mehr teilen müssen. Mhm. Und man hat das ganz gut gesehen bei Primark, als Primark auch in diesen Markt der Billiganbieter reingegangen ist oder expandiert ist, dass plötzlich da ein ganz harter Konkurrent dazugekommen ist, der noch billiger und noch besser, also noch bessere Produkte hatte. Ja, ja. Aber dieser Markt wurde nicht mit Innovation gefüllt, sondern er wurde einfach nochmal geteilt. Von oben war das Zara, von unten war das Primark. Ja. Und in der Mitte waren dann so diese ganzen anderen Läden. Und das kam dann wie so ein Sandwich, wurde dieser Druck erhöht. Ja, ja. Aber keiner dieser Marken hat es hinbekommen, einen eigenen Weg zu gehen. So, und das ist das, was ich immer gesehen habe als Marketing-Stratege, dass es immer diesen eigenen Weg, ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel, als Fotograf macht man Bilder und man steht in der Konkurrenz und hängt da an der Wand mit vielen anderen Bildern. Und die Bilder sollen gekauft werden. Ich möchte Ihnen das kurz zu Ende führen, weil es ist wichtig, um es zu verstehen. Und jetzt stehe ich vor meinem eigenen Bild und denke, das andere Bild von dem anderen Fotografen ist eigentlich besser. Mir gefällt es besser. Es ist ein bisschen perfekter, ist noch ein bisschen besser ausgeleuchtet. Und habe mich gefragt, aber warum verkauft sich mein Bild besser? So, und jetzt kommen wir zu einer These. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, das kann ich natürlich, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber da würde ich gerne eine Antwort auf Sie, von Ihnen haben. Ich glaube, alles das, was wir tun, ist ein energetischer Akt. Und dieser energetische Akt bedeutet ganz einfach, ich habe dieses Bild mit Hingabe und mit Leidenschaft und mit authentischer, arbeitsschaffender Kreativität gemacht. Mhm. Und der andere Fotograf hat gesagt, ich mache mal einfach ein Bild, das ist perfekt. Ja. Aber hat sich nicht da wirklich mit dieser Energie reingesteckt. Mhm. Und wenn man einfach mal guckt in der Welt, welche Produkte am meisten Energie haben. Also Apple ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Apple ist ein Computer. Solange Steve Jobs gelebt hat, waren diese Produkte voller Energie. Und zwar nämlich die Energie von Steve Jobs und seinem Team. Ja. Und sie sind in kurzer Zeit natürlich auch über wirtschaftliche Dinge zum riesengroßen Erfolg geworden. Daran sieht man, wie wichtig Marketing ist. Ja. Und
Es hatte aber auch extrem viel zu tun mit der Energie von Steve Jobs. Nämlich jetzt ist Apple eigentlich ein Produkt wie alle anderen. Mhm. Es ist nicht mehr unterscheidbar. Ja, so, ja. Und das zeigt mir immer mehr, dass wir Dinge tun müssen, auch in Unternehmen, die visionär und die energetisch sind. Ja. Und diese Energie kann sich manifestieren in Bildern, in Produkten, in Strategien, aber auch in Wegen. Ja, ja. Und diese Energie unterschätzen wir total. Das ist ja, nämlich die Energie jetzt, des Schaffens. Und jetzt die Antwort. Okay, da bin ich gespannt drauf. Stellen Sie sich vor, wir haben morgen die Wohlfühlstimme gekoppelt mit den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten. Dann wird genau der mit den Jeanshosen, mit den Einzelteilen oder dem hochwertigen, der wird Marktführer, automatisch. Das heißt also, all das, was Sie ansprechen, wird automatisch so werden, weil zum Beispiel, Sie müssen ja immerhin berücksichtigen, zum Beispiel Apple jetzt, ja? Die Kinder, die das Smartphone benutzen, werden teilweise krank dadurch. Natürlich, klar. Und die, wenn das über die Wohlfühlstimme der Mutter, ja, ab 12 dürfen die Kinder dann auch diese Stimme selber abgeben. Aber bis zur 12. Lebensjahr sieht die Mutter, dass eventuell das Kind wirklich geschädigt wird durch dieses Smartphone und so weiter. Oder der ganzen Familie geht schlecht und sie wissen gar nicht woher. Aber dann stellt man fest, dass über Millionen von Apple-Kunden man feststellt, dass dieses Produkt eher Krankheit fördert. Ja, klar. Und was meinen Sie, wie wenig Verdienstzuschläge die kriegen? Ja. Und plötzlich werden die nicht mehr Marktführer sein, sondern sie werden hinterherlaufen und werden sich überlegen, wie kann ich denn das Thema Computer auf eine gesunde Weise irgendwie neu ranbringen, wenn überhaupt an die Menschen, ja? Oder muss ich auf einen anderen Bereich rübergehen? Muss ich selber mal gucken, könnte ich denn Gesundes herstellen? Ja, denn typischerweise Smartphones führen zu bestimmten Krankheitserscheinungen, Halsschäden, Augenschäden, dies und das. Ja? Und durch die Wohlfühlstimme, all das, was Sie beschrieben haben, ist ja, dass Sie etwas versucht haben, etwas Gutes in der Welt zu machen und Sie haben erleben müssen, wie schwer das ist. Ja. Mit der Wohlfühlstimme wird das plötzlich ganz leicht, weil plötzlich nur noch die überleben, die Gutes tun, und sich nicht irren dabei. Ja, im Moment ist es so, alle wollen Gutes tun, aber viele irren sich und erzeugen riesige Schäden in der Menschheit. Ja. Denken wir nur an die Kriege, die Waffenhändler haben, die glauben wirklich, dass das so gut, das wäre ein neues Kapitel. Aber ja, auf jeden Fall, alle glauben, dass sie Gutes täten, aber wir als Wirtschaftssystem belohnen auch den, der nur glaubt, der was Gutes tut, der aber aus Irrtümern heraus riesige Schäden anrichtet, den belohnen wir fürstlich. Aber den, der wirklich Gutes tut, den bestrafen wir finanziell. Und es muss die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und noch andere Steuerelemente zwingen die Politik und die Wirtschaft dazu, uns dienen zu müssen. Und die Politik können wir damit überzeugen, dass wir ihnen so viele Vorteile dabei versprechen können, dass sie sagen, das ist mehr, als ich verliere dabei. Ich muss Ihnen immer so ein bisschen ins Wort fallen, ja, weil ja. Sonst kann ich das Gespräch nicht so lenken. Nee, ist ja hochinteressant, das mal so zu machen. Sie müssen mir nur zum Schluss noch mal dann nachher erlauben, dass ich meine Liste noch mal durchgehe, was wir vergessen haben. Es ist nur halt immer wahnsinnig schwierig. Ja. Sie sagen so interessante Sachen. Ja, ja. Und Ihr Konzept gefällt mir so unglaublich gut. Wissen Sie warum? Weil es einfach so einfach und so normal und eigentlich so einfach. Es darf auch nur einfach sein. Selbstverständlich. Mhm. Von dieser Wahrnehmung gehe ich eigentlich mein ganzes Leben lang aus. Ja, ja. Dass man anderen nicht schadet und dass man selber im Grunde genommen für sich, dass man Menschen begeistert über seine Arbeit. Ich meine, dieser Bus, wir sehen diesen Bus, der ist 40 Jahre alt. Das ist eine alte Kiste, da saßen normalerweise 80 Leute drin, die wurden befördert, irgendwann wurde ausgemustert, dann war es ein Citybus und jetzt ist es ein fahrendes Fotostudio, eine DJ-Kanzel, alles Mögliche. Ein tolles Projekt, ja, so durch die Welt reisen und seriösen Journalismus machen. Und wir dachten immer, okay, was haben wir eigentlich zu sagen? Wir sind Fotografen. So, und plötzlich enden wir, indem wir so tolle Menschen wie Sie treffen können, die Dinge auf den Punkt bringen können. Und das ist das Spannende. Und trotzdem möchte ich mit Ihnen einfach noch mal ein bisschen in die Philosophie reingehen. Ja.
Ich habe auch Philosophie studiert. Ja, genau. Deswegen sind Sie für mich nämlich genau der richtige Ansprechpartner. Und zwar, ich glaube, die Sache, die Sie gesagt haben und das Konzept, was Sie haben, ist so einfach, dass es tatsächlich funktionieren kann. Ich habe aber trotzdem eine Vermutung, dass noch eine andere Sache damit reinspielt, warum es so ist, wie es ist. Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe viele Stars begleitet und diese Stars wurden protektiert. Und ich will es ganz kurz machen, diese Stars haben nicht mehr die Möglichkeit gehabt, sich negativ zu reflektieren. Dadurch sind sie, weil jeder ihnen die Wünsche von den Augen abgelesen hat und dadurch, dass sie sozusagen dadurch isoliert worden sind. Verlust der eigenen Kritikfähigkeit. So sieht's aus. Ja? Das ist mir selber auch passiert. Ich hatte eine Firma mit 27 Angestellten und ich habe gemerkt, wie ich immer mehr sozusagen den Verlust meiner eigenen Reflexionsfläche verloren habe. Ja, ja. Das heißt also, für mich ist eine Angela Merkel psychisch extrem krank. Auch ein Söder, egal. Jeder, der so in der Öffentlichkeit steht und nicht mehr die Möglichkeit hat, sich gut zu reflektieren. Und das sieht man, weil Angela Merkel ist für mich da... Übrigens dürfen wir juristisch gesehen eigentlich gar nicht sagen. Ja? Was? Ja, weil wir würden ja jetzt quasi unerlaubte Ferndiagnose machen, eine psychiatrische Diagnose, psychisch krank, verstehen Sie? Aber versuchen Sie es doch mal auszudrücken. Ja. Sie ist, aus Ihrer Sicht hat sie die Kritikfähigkeit verloren. Genau. Ja? Also ich, die Selbstkritikfähigkeit verloren. Das wäre die erlaubte Version. Ist ja nur meine Wahrnehmung. Ja, ja. Genau. Ich habe das zum Beispiel gesehen, als ein Kind auf Sie zukam und... sie völlig unempathisch auf dieses Kind reagiert hat. Man hat gemerkt, dieser Mensch ist total rational. So, und jetzt kommen wir vielleicht einfach zu meiner Wahrnehmung, die ich über die vielen, vielen Jahre... Darf ich vielleicht ergänzen? Frau Merkel hat Physik studiert, aber nicht plus Chemie, plus Biologie, plus Psychobiologien, plus Soziobiologien, das fehlt ja alles. Ja, klar. Und aber trotzdem, glaube ich, hat das etwas mit dem Menschen zu tun. Ich beschreibe das mal ganz einfach. Wenn ein Künstler Künstler ist, dann entwickelt er sich auch wirklich als Künstler. Wenn er rationaler wird, entfernt er sich immer mehr von diesem Künstlerischen. So, das Künstlerische steht für Chaos. Das Rationale steht für Ordnung. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Ordnung ist ein ganz wichtiger Teil in unserer Gesellschaft, weil die Ordnung erschafft Struktur. Aber die Ordnung ist nicht fähig, im Grunde genommen diese Struktur auch neu zu definieren. Mhm. Struktur bedeutet wie so ein Haufen von Blättern, der immer sozusagen übereinander gestapelt wird und der irgendwann aber kippelt, weil er sozusagen nicht mit Innovationen befüllt wird. So, das heißt, dieser Stapel fällt irgendwann um. Ja. Und was entsteht, ist das große Chaos. So, und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Wir haben zu viel rationales Wissen und Struktur erschaffen. Und diese Struktur wurde nicht erneuert. Also zum Beispiel glaube ich, dass in der Zeit, als das digitale Zeitalter anfing, hätten wir ganz extrem sozusagen diese Struktur hinterfragen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es die Künstler, die intuitiven Menschen, die in diesem Chaos eine Struktur sehen. Und wenn das im Gleichgewicht ist, das Rationale und das Intuitive, nämlich die Menschen, also auch in der Politik, Kreative in die Politik gelassen werden und das Chaos in der Politik zugelassen wird, dann kann sozusagen eine Zusammenarbeit entstehen zwischen Konzepten, Ideen und Strategien, die sich sozusagen ergänzen. Und dann ist dieser Stapel, der wächst langsam. Der führt nicht zum großen Chaos, zumindest nicht so schnell, sondern es ist immer sozusagen etwas erschaffen, etwas erdenken, etwas strukturieren, etwas erschaffen, etwas strukturieren. Und so ist unsere gesamte Welt entstanden. Es gibt nichts auf dieser Welt, auch keine Naturwissenschaft, die nicht erstmal intuitiv entstanden ist. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Das Intuitive ist am Ende ist das Intuitive, ist bei allen naturwissenschaftlichen Findungen, war die Basis. So sieht's aus. Und nicht irgendeine Zahlenputzlerei, sondern die Leute waren genial und waren intuitiv. Bei genial würde ich sie auch unterbrechen wollen, in dem Sinne, weil ich das nicht so sehe. Ich glaube, es gibt... Ich beschreibe das mal. Der Rationale ist sozusagen der Kopf, das ist das Wissen. Ich würde nur, bevor ich den Faden verliere, bis so weit schon mal antworten und dann können Sie weitermachen. Nein, ich möchte kurz noch einmal zu Ende bringen. Ich bin da sehr stur und das macht nicht, dass ich den Faden verliere. Das geht mir nämlich auch immer so, wenn ich...
das macht dieses Format aus, dass wir, dass wir auch ein bisschen um die Redezeit kämpfen. Ja. Das Entscheidende, was ich einfach sehe, ist... Intuitiv dass, und... Das Intuitive ist sozusagen das, was, wo wir Menschen sozusagen angefangen haben, im Rationalen etwas abzuspeichern. Das heißt, es ist erst der Gedanke und dieser Gedanke ist nicht mit dem Ego verbunden. Der Gedanke ist sozusagen etwas, was wir aus der globalen Energie durch uns durch heraus transformieren. Das Ego, das ist rational. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken gehabt haben, dann sagen wir zum Beispiel, ich hatte die Idee. Mhm. Das stimmt aber gar nicht. Die Idee ist sozusagen durch uns durchgeflossen und jetzt kommt das Wissen. In der Kombination mit dem, was wir als Gesellschaft erarbeitet haben, haben wir sozusagen das Gefühl, dass das Intuitive sozusagen nicht das Intuitive ist, sondern dass das durch uns entstanden ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht wahr. Und da fängt nämlich die Gleichberechtigung der Menschheit an. Intuitiv sind wir alle, egal wo wir leben auf der Welt, ob wir schwarz, gelb oder ob wir arm oder reich sind, wir haben im Intuitiven alle dieselben Gaben. Mhm. Im Rationalen unterscheiden wir uns ganz, ganz extrem. Mhm. Da sind Sie der Professor und da bin ich der Fotograf. Und das macht die Welt so ungerecht. Mhm. Und darum geht's, wenn wir das verstehen, dass wir das Intuitive nämlich sozusagen als Schöpferkraft sehen, auf die wir alle gleichmäßig zugreifen können, dann werden wir verstehen, was das Rationale tatsächlich ist. Es ist nämlich die totale Begrenztheit unseres Potenzials. Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den ich natürlich schon tausendmal gehört habe in anderen Variationen. Okay. Und wir haben bei uns einen ganz reinen Philosophieprofessor dabei. Ja. Bei uns. Und wissen Sie, was der gesagt hat in einem Talk mit mir, den es auch im Internet gibt? Das finde ich ja gerade so toll am Weltrat und an den nächsten Weltrat, dass sie philosophieren auf der Grundlage der Evolutionsbiologie. Und nur der hat also quasi verstanden, dass Philosophie nichts bringt, wenn sie nicht evolutionsbiologisch fundiert ist. Und da ist er weit überlegen einem Richard David Precht, der auf diesem Stand noch nicht ist. Mhm. Ja? Und deswegen, ich könnte jetzt viele Dinge versuchen aufzugreifen, aber lassen Sie uns über das Wort Gleichheit und Ungleichheit reden. Mhm. Denn das ist eine der größten Sachen, die wir ansprechen müssen. Die Evolution, das Naturgesetz von Mutation und Selektion ist ein aktiver Produzent von Ungleichheit. Mhm. Das heißt, ich selbst bin ja auch in der 68er-Tradition, wir haben alle geträumt von einer gleicheren Gesellschaft. Mhm. Der Weltrat will am Ende, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich praktisch völlig wieder schließt. Mhm. Aber das kommt erst ganz am Ende. Das dürfen wir nicht am Anfang wollen, sondern das ist ein Endprodukt der Wohlfühlstimme und der anderen Reformen. Kommt das dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht. Aber die Ungleichheit wird nicht verschwinden, weil die Evolution immer so funktioniert. Sie haben zwei Eltern, die sind 1,30 groß. Ich übertreibe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die unter 20 Kindern eins haben werden, das 2,35 Meter groß ist, ist nahe Null. Mhm. Weil die Evolutionsbiologie bewiesen hat, dass der Apfel tatsächlich nicht weit vom Stamm fällt. Das heißt, alle 20 Kinder werden um die 1,30 Meter streuen. Aber sie werden niemals 1,30 sein, selten 1,30 sein, weil eben Ungleichheitsgeneration das Wesen der Evolution ist. Sie müssen also in der Evolution, wenn sie überleben wollen, zum Beispiel als Raubtier, oder sagen wir einfach als normales Gnu oder so. Jedes Gnu muss anders sein, weil es kommen vielleicht neue Verhältnisse, nämlich mehr Trockenheit, und dann wird ein Gnu wird überleben, der ist besser geschützt ist gegen Trockenheit, weil es Mechanismen wie ein Kamel oder ein Dromedar hat. Ja? Und diese Mutante wird überleben und die wird die ganze neue Generation aller Gnus begründen, während alle anderen aussterben, wenn die Trockenheit kommt. Ja? Und deswegen hat die Evolution quasi, die ist ja nur ein Mechanismus, quasi die Ungleichheitsproduktion in den Vordergrund gestellt. Das heißt, dass wir auch von den intuitiven und den rationalen Fähigkeiten
riesige Unterschiede haben, sodass wir tatsächlich heute, was schätzen Sie, wie groß die Bandbreite ist bei Erwachsenen in dem Gehirnvolumen, zwischen was das schwankt? Schätzen Sie mal, raten Sie mal. Ich wüsste ja. Also ich meine, ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die an die 200 IQ, Intelligenz, Quotient, ja. Und andere haben 60, 50, 40 oder genau, was, ja? Ich glaube, genau. Und, ja, es gibt ja und dann die Gehirnvolumengröße korreliert sehr stark mit dem Intelligenzquotienten. Hat auch gute Gründe, warum das so ist. Und die schwankt zwischen angeblich, die Zahl streiten wir nicht über ein paar hundert Milliliter, zwischen 900 Milliliter und 2 Litern. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein 900 Milliliter Auto oder haben ein 2 Liter Gehirnvolumen. Ja. Ja, ist aber eben kein Wasserkopf, denn wenn in der Evolution nicht im Durchschnitt jedes schwerere Gehirn führt erstens zu riesig erhöhtem Energiebedarf und zu riesig verringerter Fluchtgeschwindigkeit, weil das Gewicht ist wahnsinnig und reduziert die Fluchtgeschwindigkeit. Wenn dem nicht eine intellektuelle überlegene Leistung in der Fluchtfähigkeit gegenübersteht, wird das automatisch von den Raubtieren, und wir Menschen wurden bis vor 3 Millionen Jahren mindestens von Raubtieren regelmäßig gefressen. Ja? Das heißt also. Moment, das ist heute auch noch so. Ja, aber. Also eigentlich die Raubtiere sind nur andere und dass sie vielleicht nicht gefressen werden. Aber den Satz noch zu Ende. Ja, genau. Den Satz noch zu Ende. Dass also sozusagen, wenn ein Organismus ein großes Gehirn hat, das aber nichts leistet, dann stirbt das aus. Okay. Also ist immer das Gehirn im Durchschnitt ungefähr genauso groß, wie es auch eine Intelligenzleistung liefert. Okay, also ist jetzt ein intelligenter Mensch, hat er ein größeres Gehirn oder hat er nicht? Im Durchschnitt ja. Im Durchschnitt ja. Die Korrelation ist niemals eins, Korrelation heißt so dieser Zusammenhang, ja, ist niemals eins, aber auch die Schulbildung korreliert ungefähr zu 0,7 mit dem Intelligenzquotienten. Und dann der Intelligenzquotient korreliert wahrscheinlich auch zu 0,7 oder 0,8 mit dem Gehirngröße. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist sozusagen, die Intelligenz kann nicht großartig wachsen, weil wir dann sozusagen nicht mehr den Fluchtinstinkt haben. Also deswegen ist sozusagen das Gehirn, also sonst würde es irgendwann Menschen geben, die einen 4 Kilo Kopf Nein, hätten. Nein, ein Gehirn kann nur wachsen, wenn sie über die feine Händemanipulation, sich die Nahrung beschaffen können, die so ein riesiges Gehirn braucht. Ja. Ja? Und sie können auch nur in der Evolution überleben, wenn das Gehirn so leistungsfähig ist, dass es ihnen trotz einer verringerten Fluchtgeschwindigkeit einen Schutz vor Raubtieren und ähnlichen Dingen liefert. Ja? Das heißt, denn großes Gehirn ist einfach mehr Masse und mehr Masse. Stellen Sie sich vor, Sie spannen sich jetzt ein Kilo hinten auf dem Rücken, das nutzlos ist. Sie sind Ihr ganzes Leben behindert durch das nutzlose Kilo. Und das lässt die Evolution nicht zu. Ich möchte trotzdem mal die Frechheit besitzen, Sie in Frage zu stellen. Ja, gerne, gerne. Und zwar, wir sind Wissenschaftler und echte Naturwissenschaftler wollen in Frage gestellt werden. Genau. Ich glaube, vom Rationalen her haben Sie recht. Mhm. Vom Intuitiven her muss ich sagen, das kann nicht stimmen. Und zwar, es kann absolut nicht stimmen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, wenn alles aus dem Intuitiven entstanden ist, das Intuitive sozusagen, diese intuitive Energie, das alles ist. Das ist aber eine philosophische These, die Sie setzen, ohne sie bewiesen zu haben. Naja, doch, ich kann Ihnen die ganz einfach auch beweisen. Ja, wie? Da wäre ich gespannt. Denken wir uns einfach mal eine Welt, in der es noch nichts gibt. Und wir sitzen da und es soll etwas entstehen. Also praktisch, es gab noch nichts, kein Feuer. Und wir sitzen an einem Platz und plötzlich kommt der erste Gedanke, sich einen Stein zu nehmen und den auf den anderen zu hauen. In dem Moment entsteht Feuer. Das ist ein Gedanke gewesen. Also ein intuitiver Akt. Und in dem Moment, in dem Feuer entsteht, nehme ich das, diesen Gedanken und manifestiere und bringe es in eine Tat und hau die zwei Steine übereinander. Und in dem Moment entsteht dieses Feuer und dann kommt das Rationale. Ich habe das Feuer gemacht und kann dadurch sozusagen das an die nächste Generation weitergeben. Das heißt, wir haben
das globale Bewusstsein und wir haben das Rationale, was sozusagen wie so ein Zwischenspeicher im Rechner funktioniert. Und so entstand eigentlich alles, was wir auf dieser Welt hatten. Das ist meine These daraus. Das ist wissenschaftlich, würde man sagen, die Menschen machen wie spielende Kinder verschiedene Handlungen. Oft sind es übrigens auch Kinder, die schlagen dann die Steine aufeinander. Genau. Plötzlich funkt es und vielleicht sieht das ein Erwachsener und sieht, ja hoppla, da ist, hat sich jetzt das Gras entzündet. Können wir daraus nicht eine Methode machen, eine rationale Methode? Und in dem Moment ist es rational. Ja, aber eben das ist, das würden wir zum Beispiel, das heißt, dass beim Spielen des Kindes, das ist ein Neugierverhalten, das alles ausprobiert, alles in den Mund steckt, alles ausprobiert, alles tut und dabei guckt, was passiert. Genau. Und das wäre Neugierverhalten und dann als nächstes könnte man Versuch und Irrtum dazu nehmen, wenn man also, wenn ein Kind ein Problem lösen will, dann fängt es an rumzuprobieren, Versuch und Irrtum und so weiter. Aber Sie haben damit keinen Beweis dafür. Ich stimme Ihnen sofort zu, dass Intuition eigentlich in der Wissenschaft das Ausschlaggebende ist. Heute meinen viele Leute, wenn sie ein paar Studien machen würden, das wäre große Wissenschaft. Aber die großen Wissenschaftler waren alle intuitiv groß. Ja. Aber sozusagen, das lässt sich auch alles andere anders erklären, außer dass sie wollten ja beweisen, dass das Intuitive da alles ist. Oder die Ausgangsbasis von allem ist. Aber das haben Sie damit nicht bewiesen, sondern Sie haben nur bewiesen, dass das Neugierverhalten von Kindern und Erwachsenen zum Rumspielen führt und das Spielen eine wichtige Funktion in der Evolution hat. Und als Folge des Spielens wird der Funke geschlagen und dann wird der Gesetz darauf, recht. Springt die Rationalität bis, drauf. Bis dahin gebe ich Ihnen recht. Ja? So, jetzt ist es aber so, es kann nur so alles entstanden sein. Jede Sprache, jedes Produkt, was wir auf dieser Welt haben, kann nur so entstehen. Und zwar sage ich Ihnen auch ganz einfach, warum. Es gibt aber noch etwas. Ich will noch mal ganz kurz das zu Ende führen, weil das ist wichtig. Ja. Wir sind jetzt bei der Lernpsychologie. Genau. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, warum sprechen zum Beispiel Ärzte eine eigene Sprache, warum sprechen Rechtsanwälte eine eigene Sprache und auch übrigens Wissenschaftler. Oder auch Lehrer und so weiter, oder Politiker, jeder spricht seine eigene Sprache. Und man sieht, es geht darum, in einer Community sozusagen das, was man sozusagen als Geschäftsmodell hat und als Wissen hat, für sich zu vereinnahmen. Und dadurch verselbstständigt sich das sozusagen in ein Spezialwissen, was andere möglichst nicht verstehen sollen. Und daraus... Es geht sogar noch weiter, darf ich das gerade ergänzen, was Sie sagen? Es ist ja letztendlich so, dass wer den Irrtum im Kopf trägt, dass es gut sei, sich so unverständlich wie möglich auszudrücken, der gilt bei den Laien dann als die größere Autorität, weil er sich so unverständlich ausdrückt. Und dadurch macht er sich größer und zieht mehr Frauen an, mehr Liebespartner an und hat einen größeren Fortpflanzungserfolg, weil er die Menschheit besser blendet mit seinem Fachchinesisch. Ja? Und das ist ganz verständlich. Also wer einmal den Irrtum hat, dass es gut wäre, Fachchinesisch zu sprechen, der profitiert dadurch in vielerlei Hinsicht. Ja? Ja. Und deswegen hat sich das in der Evolution leider rausgebildet, weil eben wieder nicht die Wohlfühlstimme das Maß der Dinge ist. Denn wenn Sie einen Forscher daran koppeln, wie sich das Wohlfühlen derjenigen, stellen Sie sich vor eine Universität und dann forscht einer an einem Thema. Ja? Und dann wird das angewandt in der Region, in der die Universität tätig ist. Und dann wird geguckt, wie sich die Wohlfühlstimmen der Bürger verändern und die Gesundheitsdaten der Bürger verändern durch die Anwendung seines Produktes. Was meinen Sie, wie wenig ihn dann noch Fachchinesisch interessiert? Der hat nur noch ein Interesse. Verständlich und einfach zu sprechen und das muss eine Wirkung auf die Menschen haben und zwar eine bewiesenermaßen positive Wirkung, sonst ist er längste Zeit Forscher gewesen. Wissen Sie, was ich da so toll dran finde? Dass wir uns auf dieser Ebene unterhalten können. Ja. Und ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, es ist natürlich ein impulsives Gespräch, weil natürlich auch da Emotionen hinterstehen. Ja, ja. Auch das spüre ich, aber das macht ja die Authentizität aus. Ja. Und
ich glaube, wir könnten uns gar nicht unterhalten, wenn Sie der Professor wären und ich der Fotograf, weil dann würden Sie gar nicht sich mit mir an einen Tisch setzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Zukunft meiner Meinung nach, nämlich, dass wir verstehen, dass wir uns wieder loslösen müssen. Und ich glaube, wenn man das einfach nochmal weiterführt, und dann kommt man auf das, was die Zen-Mönche sagen. Die Zen-Mönche sagen, Indien. Man muss viele, viele Jahrzehnte meditieren, um zu erkennen, dass das Ich sozusagen, dass es das gar nicht gibt, das Ego. Dass dahinter sozusagen nämlich die Einheit... Dass das Ego Maya ist. Genau. Dass nämlich dahinter im Grunde genommen eigentlich die göttliche Energie eines jeden ist. Mhm. Jeder von uns ist göttlich. Mein Bruder ist Buddhist und ich war in Indien. Ich habe meditiert wochenlang am Stück sogar. Ja, ich war bei den indischen Gurus. Ja. Ja, so, weil die Beatles ja auch dort waren. Sehr schön, im Ashram in Rishikesh. Ja, nee, ich war im Ashram in Pune bei unserem berühmten Sexguru Osho Bhagwan Sri Rajneesh. Ah ja, okay. Vor allem, weil der hat mich naturwissenschaftlich stärker beeindruckt, psychologisch. Ja. Ich übrigens auch. Ich war bei Sai Baba. Kennen Sie? Das ist vom Namen her, ja. Und habe ihn auch tatsächlich persönlich kennengelernt. Mhm. Ich denke mal, das ist ja in uns allen steckt ja auch irgendwo der Wissenschaftler. Weil was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft ist ja eigentlich, sich auf den Weg zu machen, etwas zu verstehen, was wir in diesem Moment vielleicht noch nicht verstehen können. Mhm. Das kann man natürlich schulisch lernen, aber man kann es natürlich auch die Lebenserfahrung lernen. Also ich bin zum Beispiel mit dem Motorrad durch Indien gefahren, um meine Angst zu überwinden, um das Land wirklich kennenzulernen, um verschiedene Glaubensrichtungen kennenzulernen. Ich habe die Aguris zum Beispiel besucht und die Inder, die sich dann überall piercen und so weiter. Und war auf der Suche nach der Frage der Wahrheit. Ja, ne? ja. Und das, was ich aufgespürt habe, war, dass ich dieser Wahrheit tatsächlich näher gekommen bin. Mhm. Und zwar, was ist die Wahrheit? Ich glaube, die Wahrheit, und da unterliegen wir alle, glaube ich, nämlich das, was die Zen-Mönche einfach auch beschreiben, wenn wir meditieren, erkennen wir irgendwo, dass das Ich überhaupt nicht vorhanden ist. Dass es ein ganz, ganz großer Fake ist. Aber dieser Fake ist so groß, dass wir ein Leben lang praktisch das brauchen, um es zu erkennen. So, und jetzt gebe ich Ihnen nochmal eine Frage, die ich an Sie habe, und zwar, sind Kinder nicht eigentlich haben die nicht diese komplette spirituelle, intuitive Weisheit und verlieren sie immer mehr im Laufe des Lebens? Ja, ja. Und sind wir nicht eigentlich irgendwann mit 25 behinderte Wesen, die überhaupt nicht mehr vernabelt sind mit ihrer intuitiven Gabe? Genau, und ich zeige Ihnen jetzt genau an meinem Beispiel, wie das genau so ist. Übrigens nur als Hinweis, Osho Bhagwan Sri Rajneesh hat in seinen Reden auch über den Biologen Konrad Lorenz, Nobelpreisträger, geredet. Und er hat als Philosophieprofessor sozusagen quasi das Ganze verbunden und ich selbst habe natürlich auch das weiterentwickelt dann. Ja? Also, aber jetzt zu Ihrer Frage. Gucken Sie mal, ich war ein ganz vitales, gesundes Kind, bis ich zerstört wurde durch zwei Dinge. Ich bin ja ehemaliger Psychoanalytiker, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Meine Wenn man Mutter, so viel Wissen hat, wie kommt man da anderen Menschen gegenüber? Man analysiert sie ja sofort. Ne? jetzt ganz zwei Dinge. Meine Mutter hat ganz liebevoll gesagt, hier, die hübsche Nachbarstochter, dass ihr da Doktorspiele macht, das ist irgendwie, das darf man nicht irgendwie so. Und dann habe ich ja gespürt als Kind, dass meine Mutter Angst hatte vor der Reaktion der Gesellschaft darauf, wenn da die hübsche Nachbarstochter und der Nachbarskleinkind da Doktorspielchen macht. Und da habe ich erfahren, dass unsere kranke Kultur, wo es ja um Geldmaximierung geht, dass die sexuelle Unterdrückung sein muss, weil sexuelle Unterdrückung führt zu zerstörten Menschen, die kaufsüchtig werden, konsumsüchtig werden und shoppingsüchtig werden. Ja, das ist so. Also das Liebesleben ist die größte Glücksquelle. Wir sind also extrem eng verwandt mit den Bonobos,
Panpaniscus bonobo, das sind Schimpansenvarianten. Die haben 12-mal am Tag Sex, jeder mit jedem, und sind polybisexuell und so weiter, leben die den Bonobo-Kommunismus. Professor Franz de Waal sagt, die machen ja Make Love Not War und das funktioniert bei denen auch noch und so weiter. Okay. Das sind ja richtige Hippie-Affen. Ich stelle mir jetzt gerade diese Gesellschaft vor, die matriarchale Hippie-Affen, ja. Und jetzt hat meine Mutter mich zerstört, ohne es zu wollen, weil sie mich ja natürlich an die Gesellschaft anpassen musste. Und ich habe dann ihre Angst gespürt und dann habe ich Angst vor Körperkontakt entwickelt und vor diesen Dingen, ja, sozusagen. Und dann hat mein Vater, da habe ich meinen Vater irgendwie auf die Wange Bussis gegeben und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Vater Angst kriegt, weil das darf ja nicht sein. Das löst die Angst vor möglicherweise Homosexualität aus, ja. Das gesellschaftlich geächtet und dann auch, dass Kinder und Eltern miteinander so viel Zärtlichkeit haben, das ist ja schon fast sexueller Kindesmissbrauch. Und dadurch wurde ich zerstört, weil ich dann in dem Moment, ich bin jetzt richtig homophob, ich habe Angst vor Männern, ja, weil dieses Zärtlichkeit und Männer wurde mit Angst besetzt, assoziiert. Und das schaffen sie sogar, obwohl sie alles darüber wissen, schaffen sie es nicht mehr ganz, diese Angst rauszukriegen. Ja? Ist verrückt. Und das verrückt, auch ja. Die Angst, und obwohl, ich habe es natürlich geschafft, ich hatte in meinem Leben ganz viele Freundinnen, war sehr beliebt bei den Frauen und so weiter, weil die natürlich auch sehr nachdenkliche Leute mögen und so weiter. Ist es so, aber, ja? Ja, ja, schon sehr. Also Frauen stehen also sehr auf gebildete Leute, ja, ganz stark. Ja? Aber sozusagen, sie haben vollkommen recht, alles, unser jetziges System ist so voll von vorteilbringenden Irrtümern, die alle für uns eine Gehirnwäsche darstellen und eine Massenmanipulation und unsere wahre Natur total unterdrücken müssen, weil am Ende ist das Einzige, was in unserem System zählt, gehen wir shoppen, gehen wir konsumieren, saufen wir genug, rauchen wir genug, kaufen wir genug Drogen ist weniger, aber es ist ein Teilbereich, aber kaufen wir genügend Medikamente. Aber ja? Sind wir sexsüchtig? Es gibt ja viele Dinge. Also viele, ja, aber Vorsicht, es wird sehr oft in unserer Gesellschaft etwas Sexsucht genannt, was in Wirklichkeit ein Widerstand ist gegen diese Sexualitätsunterdrückung. Da müssen wir genau aufpassen, wo fängt wirklich echte Sexsucht an und wo ist es sozusagen eigentlich, dass Menschen sich immer wieder pathologisch zu befreien versuchen. Denken Sie nur an die Kindesmissbraucher. Ja. Warum machen die das? Wenn wir doch genetisch monogame Wesen sind, die eigentlich nur einen Liebespartner im Leben sind und wenn wir dann gut verheiratet sind und die Frau ist auch noch sexy und hübsch, warum missbrauchen die trotzdem Kinder? Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Weil der Mensch genetisch immer darauf programmiert ist, immer gleich mit einer ganzen Gruppe von Lebewesen zu tun zu haben. Und bei Bonomos zum Beispiel kommen, wenn wir es auf uns übertragen, kommen die 12-jährigen Mädchen in die Gruppe rein und machen erstmal Sex mit den Frauen in der Gruppe, damit sie von denen geduldet und geliebt werden, damit sie zugelassen werden. Und danach erst kommt es zu sexuellen Handlungen zwischen allen Männern der Gruppe und das ist dann eine Hochzeit, die sogenannte Hochzeit, die Hochzeit, weil genetisch sind die Leute darauf programmiert, mit diesen 12-Jährigen dann sofort ein Kind zu zeugen, im Prinzip, nach Möglichkeit. Und das heißt also, die sexuellen Missbraucher, die, wenn sie nicht an 12-Jährige rankommen, gibt es manche, die dann einfach jüngere Kinder nehmen, weil die sich nicht wehren können. Und die dann gewaltsam missbrauchen. 12-Jährige ist ja auch schon Missbrauch. Was? Also in unserer Gesellschaft ist ja 12-Jährige. Zählt bei uns. Genau. In Afrika haben die schon mit 11 Jahren oft ihr erstes Kind. Das ist also, durch unsere Kultur ist sexuell unterdrückerisch und sagt eben, Sex darf der eigentlich erst ab 18 haben. Na, frühestens ab 16 oder so. Ja, möglichst lange unterdrücken. Früher in den USA 21. Ja? Ja? Und das heißt also, das ist also biologisch eigentlich, ist es dann, wenn die Geschlechtsreife. Und die Männer, das gibt oder? Ja manchmal Milliardäre, die riskieren ins Gefängnis zu gehen, nur weil sie immer wieder diesen Bonobo-Kommunismus suchen, nämlich den Sex mit jungen Frauen
Und manche sogar, wie gesagt, es gibt einen kleinen homosexuellen Anteil, der tatsächlich genetisch ist. Also man sagt in der Forschung so, Menschen und Bonobos sind, Frauen sind 100% bisexuell, polybisexuell. Ja? Das heißt, sie sehen ja auch, dass Frauen viel zärtlicher mit Frauen umgehen als Männer mit Männern. Obwohl, das gibt es in Indien auch. Ne? Also die Männer in Indien sind Tantra. Ja viel, Tantra. Sind, nee, aber also wenn man indische Männer sieht, die laufen Hand in Hand durch die Stadt. Ja. Ohne dass das jetzt, aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass die... Auch bei den Bonobos gibt es immer wieder kleine homoerotische Kontakte. Mhm. Warum sind die so selten? Es gibt ein ganz einfaches Argument dafür, für sie völlig neu wahrscheinlich. Die Frauen, die Mädchen kommen doch aus der Nachbargruppe, 12 Jahre alt, die sind sich teilweise fremd. Und dann neigen Frauen dazu, diese Neuen als Konkurrentin zu sehen und zu töten. Mhm. Und damit sie die nicht töten, müssen die Sex miteinander haben. Denn entstehen Liebesgefühle, denn die Liebe dient in der Natur bei uns nicht der Fortpflanzung. Vergessen Sie das. Erstmal dient sie zur Erzeugung einer kooperativen, liebevollen Stimmung. Ach so, okay. Ja? Mhm. Und Fortpflanzung kommt nur nebenbei vor. Ja? Wir machen Sex, um kooperativ zu werden. So. Denn nur wenn man sich liebt, verteidigt man sich bis aufs Blut gegen die Raubtiergruppe. Ja? Und jetzt der eine Punkt noch zum Schluss. Und die Männer sind miteinander hochgradig verwandt. Die bleiben ja alle, sind ja alle Muttersöhnchen. Die Männer bleiben alle bei Bonobos und bei uns in der Natur. Nicht im Patriarchat, in der Natur bleiben die alle bei Mama. Sind alle Muttersöhnchen, nicht Muttertöchterchen, gibt's nicht, Muttersöhnchen. Und dadurch sind die alle mit Onkel, Neffen und so weiter. Und wer verwandt ist, liebt sich qua Genetik, hat sowieso eine Tendenz, liebevoll miteinander. Also brauchen die nur ganz selten erotische Kontakte, um sich dann noch über den Körperkontakt noch mehr zu lieben. Und deswegen ist die Homosexualität bei Menschen so vielleicht ein Viertel, während sie 25%, während sie bei Frauen 100% die Bisexualität haben. Okay. Genetisch. Und jetzt sind alle unbefriedigt und gehen shoppen und gehen kaufen. Das ändert sich alles mit der Wohlfühlstimme. Wissen Sie, ich mag die Vorstellung extrem. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie es im Parlament abgehen würde, ja, wenn jeder mit jedem und ich stelle mir nur Frau Merkel und Herrn Söder vor, die 12 Mal am Tag Sex haben. Wir haben eben darüber geredet, dass die Menschen degenerieren durch diese Unterdrückung. Genau, aber wäre doch trotzdem eine tolle Vorstellung. Ich glaube, wir hätten viel weniger Probleme, wenn das so wäre. Also schon alleine dafür bin ich Der Dieter Duhm, der die Projekte ZEC, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Belzig und Tamera in Portugal begründet hat, der sagt quasi, in der Liebe ist der Krieg eigentlich nicht möglich und der Krieg entsteht nur durch Unterdrückung der Liebe. Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen zum Sex, weil ich das wirklich fantastisch finde. Das war immer mein Gefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das Problem der Menschheit liegt im Sex. Ja, genau richtig. So verrückt, wie das ist, aber das ist das Schlüsselproblem an allen. Die größte Glücksquelle der Menschheit, die total unterdrückt wird. Ja, und zwar, als Sie das gesagt haben mit Ihrer Mutter, ist mir sofort etwas eingefallen, was ich auch erlebt habe. Ich habe als kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich glaube 3,5 oder so oder 4, habe ich immer aus Spaß meiner Mutter in die Brust so gedrückt, ja, immer Quiek gemacht. Wie das Quiek, Kinder so machen, ja. Genau. Und ich wusste, dass meine Mutter das total peinlich ist. Ja, ja. Aber ich habe noch etwas anderes erlebt. Und zwar, das war für mich der Moment, an dem ich die intuitive Darf Gabe... Darf ich nur kurz festhalten? Ihre Mutter durfte nicht zulassen, dass ihr das sogar gefallen könnte, weil sie weiß, dass die Gesellschaft sie gnadenlos bestrafen würde dafür, wenn sie das nicht unterdrückt. Ja. Ich habe noch eine Sache. Da war ich 5. Ich denke mal 5 oder 5,5. Da habe ich mit meiner Stiefschwester von morgens bis abends rumgeknutscht. Ja. Also das war wirklich schon so, dass wir das stundenlang gemacht haben. Stiefschwester, völlig natürlich, kein Grund in der Biologie, das in irgendeiner Weise einzuschränken. Ja.
Auch das war so, dass es ein Unbehagen bei meinen Eltern ausgelöst hat. Ja, weil es dann so heißt, Stiefgeschwister, ja, das sind doch Geschwister und da ist doch Tabu. Alles verboten. Aber in Wirklichkeit, Stiefgeschwister sind überhaupt nicht miteinander verwandt. Ja? Und das jetzt völlig natürlich. Jetzt kommt aber das, was, wo ich, und da möchte ich meine These nochmal bestärken, wo ich mir eigentlich sicher war oder sicher bin heute in dem Abstand von 50 Jahren. Als ich 3,5 Jahre alt war, habe ich ein Erlebnis gehabt. Ich war schwer krank, also eigentlich todkrank. Ja. Ich hatte im ganzen Körper also einen Tumor und der hätte eigentlich schon nach einem Jahr hätte ich schon tot sein müssen. Ich war 3,5, Metastasen im ganzen Körper und die Ärzte haben das gesagt. Die Ärzte haben das gesagt. Gefährlichkeitsüberschätzende Ärzte, haben wir vorhin drüber geredet. Genau. So, und ich saß auf dem Arm meines Vaters. Ja. Und es war, ich habe jedes einzelne Detail dieses Momentes sozusagen visuell im Kopf. Ja, ja. Bin 3,5 gewesen. 3,5, ne? So, und es ist ein ganz klares Bild. Und ich habe gespürt die Todesangst meiner Eltern. Ja, ja. Und ich habe die Hoffnungslosigkeit des Arztes gespürt, ja, die er ausgestrahlt hat. Und das Denn Ganze, er glaubt ja, was er sagt. Genau. Ja? Und das Ganze war ein nonverbales Bild. Ja, ja. Und dieses Bild. Und das ist der Beweis. Ich habe danach, das war 1967, habe ich schwerste Chemo bekommen. Also die ganze Therapie ging 5 Jahre. Da hat das Krankenhaus viel Geld verdient, weil der Arzt das so eingeschätzt hat, dass es nicht über Ernährung oder andere Dinge geht, sondern es nur über Chemo geht. So, und und zusätzlich habe ich Bestrahlung bekommen, so dann stark, dass die ganze Haut verbrannt worden ist. Ja, ja. Und jetzt müsste man ja sagen, also wenn man heute mit Ärzten redet, die Krankheit alleine war absolut tödlich. Ich hätte sie eigentlich nicht überleben können. Es ist ein Wunder, dass ich sie überlebt habe. Ich bin gleich fertig. Sagen die Ärzte. Genau. Ein Professor Bhakti. Also den ich jetzt zum Beispiel zitiere, ist Professor Bhakti. Ja, meine ja. Krankheit hätte tödlich sein müssen. Ja. Die Behandlung, die Chemo 1967 hätte tödlich sein müssen. Ja, war einer der ersten Jahre, wo es das überhaupt gab. Da hat man mit Bomben... Die Behandlung mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und die Bestrahlung hätte tödlich sein müssen. Jedes für sich hätte eigentlich tödlich sein müssen. So, und jetzt kommt das, warum ich mir so sicher bin, dass wir intuitive Wesen sind. Ja. Ich wusste in diesem Moment, an dem ich auf dem Arm meines Vaters saß, dass das mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Und dass ich hier heute sitze, ist der Beweis. Das heißt, im Grunde genommen sind wir wissen genau, was in unserem Leben vorgeht. Also wir wissen sozusagen, wir sind die Schaffer unseres Lebens. Wir sind die, wir sind die Ideengeber unseres Lebens. Wir sind die kreativen Gestalter unseres Lebens. Ja, aber man kann es eben auch einfacher naturwissenschaftlich sagen. Ja. Sie haben gespürt, dass sie Kraft haben und dass sie trotz, dass sie genügend Selbstheilungskräfte in sich haben, um sowohl die Behandlungen als auch den Tumor zu überleben. Ja, weil, und vielleicht hat sich eine Winzigkeit verändert. Vielleicht haben sie vorher etwas total Krankmachendes regelmäßig gegessen, was dann wegfiel oder so. Und nee, der Krebs entsteht schon im Mutterleib. Also, Dann liegt es aber daran, dass ihre Mutter vielleicht bestimmte ungesunde Sachen gegessen hat und die sie als Baby dann nicht bekommen haben. Und dadurch hatte ihr Immunsystem eigentlich einen Vitalitätsüberschuss, der ausreichte, um alles zu besiegen, sogar die Behandlung. So sieht's aus. Ja. Und das ist genau das, was... Also heute, wenn mich heute die Ärzte fragen würden, ich wurde dann ja vorgeführt, weil ich war einer der ersten Kinder, die das überhaupt... Das Phänomen dann, so, ja. Und wurde halt vorgeführt. Und genau das, was Sie sagen, entspricht der Realität. Und zwar, ich würde heute sagen, ich habe es nicht überlebt, weil die Krankheit mich getötet hat oder die Chemo mich geheilt hat oder die radioaktive Behandlung, sondern... weil es klar war, dass ich das überleben würde. Ja, ja. Egal, was gekommen wäre, ich wäre gesund geworden. Und Ihnen war es klar, als Kind, als 3,5-Jähriger, war es klar, weil Sie irgendwo spürten, ich habe doch so viel Kraft im Leben, Vater, mach dir keine Sorgen und so weiter, ich schaffe das. Irgendwo war da was. Als klar denkende Menschen nehmen wir so etwas natürlich immer so, als wenn... wir etwas entscheiden. Nein, ich glaube ganz einfach, dass wir sozusagen natürlich, wir haben im Grunde genommen eine Aufgabe im Leben. Ja. Und diese Aufgabe ist so stark,
diese Agenda, die wir uns sozusagen in unserer, also die Aufgaben. Jetzt wird es aber fast karmisch, gell? Ja. So Aufgabe. Es wird, ja? Ja, das hört sich vielleicht so komisch an. Karmisch. Ich glaube aber ganz einfach, dass, und ich glaube, ich bin ja ein Beweis, dass man, und vielleicht auch jemand, der da verbal Worte für suchen will. Aber das funktioniert natürlich nicht. Wenn man sagt, wir haben eine Agenda, dann hört sich das an wie ein Plan oder etwas, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, auch in der Astrologie, die Sterne standen so und so und deswegen verläuft das Leben so und so. Ja, ja. Ich glaube ganz einfach, dass wir Gestalter unseres Lebens sind. Mhm. Und das wissen wir auch intuitiv, aber wir wissen es nur intuitiv, wir wissen es nicht vom Kopf. Mhm. Und ich möchte vielleicht auch nochmal ganz zum Schluss, weil es einfach so wichtig ist, das auch immer wieder zu wiederholen. Für mich ist das Intuitive wie eine riesengroße Flasche, in der das intuitive Potenzial steckt. Und obendrauf ist ein fest verschlossener Korken. Und manchmal spritzt an der Seite des Korkens ein bisschen intuitive Gabe hervor. Ja, ja. Aber das, was die Menschheit einfach schaffen muss, das ist diesen säglichen Verschluss, diesen Korken im Grunde genommen von der Flasche zu bekommen. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Aufgabe, die Menschheit einfach zu bewältigen hat, um einfach an die wirkliche intuitive Gabe, die nämlich das Allumfassende ist, das globale Bewusstsein, um da heranzukommen. Ja. Und das ist unsere Beschränkung. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, und jetzt kommt das einfach, jetzt kommen wir wieder auf den Sex zurück. Wie kann das sein? Was war der Mechanismus, der sozusagen uns als Kinder in einer kurzen Zeit von intuitiven Wesen, die vollkommen sind, zu total begrenzten Wesen gemacht hat? Und das konnte ich bisher nicht verstehen. Und da haben sie mir doch irgendwo, glaube ich, gerade mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, die uns unterdrücken und uns beschränken. Ja? Ich glaube tatsächlich, und das muss ich ganz klar nochmal jetzt auch betonen, ich glaube tatsächlich, dass es eine Kombination aus Schulsystem, sexueller Unterdrückung und Ablenkung wie so eine Nebelkerze, die gezündet wird, nämlich eben das Rationale ist für mich wie eine Nebelkerze, wo die Aufmerksamkeit auf das Ich gesetzt wird, so dass wir sozusagen uns verlieren im sogenannten Mindfuck, also wie wir das in Indien gesagt haben. Wissen Sie, warum ich glaube, dass das einfach so ist? Ich saß mit dem Motorrad in Korsika und saß mit meiner Motorradkleidung und hatte so Motorradstiefel an. Das war auch mein Glück. Und dann ist ein Blitz oben in die Stromleitung reingeschossen und dann in den Wohnwagen rein und direkt hier hinten mir in den Nacken rein. Und ich habe also wirklich von oben bis unten einen Stromschlag gekriegt. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Mhm. Und diese Tatsache, dass, also mein Leben hat sich in dem Moment verändert. Und zwar meine Wahrnehmung war eine andere. Mhm. Die war vorher auch schon geschärft, aber danach war sie nochmal anders geschärft. Das heißt also, irgendwie spüre ich positive Energie seitdem. Das heißt also, mich kann eigentlich nichts von diesem Positiven abbringen. Und ich sehe in jedem Menschen eigentlich diese positive Energie seitdem. Ja, ja. Und man weiß ja, dass es immer so Situationen gab bei Menschen, wo bestimmte Dinge sie verändert haben. Mhm. Dass sie zum Beispiel dann auch außergewöhnliche Fähigkeiten hatten. Ja, ja. Und das beweist für mich eigentlich nochmal mehr, dass nämlich wir in der Kindheit eigentlich diese Fähigkeiten haben. Ja. Sie nur vergessen haben. Mhm. Und dieser ausschlaggebende Punkt, dieser Blitz, der mich getroffen hat, der mir fast das Leben gekostet hat, dass der wiederum diese Fähigkeiten wieder aufblitzen lässt. Sie wieder ein bisschen in den Kind, also genau. Wie war das bei Jesus, irgendwie lass die Kindlein zu mir kommen oder so. Ja, ja. Ja, also, aber genau das ist vollkommen richtig. Und ich muss dazu sagen, weil wir ja auch langsam zum Ende kommen müssen, Ihre Philosophie ist völlig unproblematisch. Die können Sie so behalten. Ich kann die als Naturwissenschaftler nicht eins zu eins teilen. Ja. Aber die ist völlig unproblematisch. Können Sie sie genauso belassen, wenn wir eben dann zusätzlich die Wohlfühlstimme einführen und zusätzlich dafür sorgen, dass die Medien absolut werbefrei werden müssen, denn das Ganze ist ja auch ein medialer Skandal, und zwar der kommt daher.
In der Evolution läuft es so, dass wenn Sie über Jahrhunderte Evolution des Journalismus, kam es immer dazu, dass immer wenn Werbung im Spiel war, dann hat nur der Journalist Karriere gemacht, der immer die gleiche Meinung im Kopf hatte wie seine Werbekunden. Wer also seine Werbekunden kritisiert hat, hat entweder seine Zeitung geschädigt oder ist rausgeworfen worden oder die Werbekunden sind abgesprungen oder was auch immer. Aber überlebt haben in der Evolution des Journalismus immer nur Leute, die von vornherein die gleiche Meinung haben wie die meisten Werbe- und typischen Werbekunden. Und deswegen haben wir zwangsläufig heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lauter Journalisten, die wirklich jedes Wort glauben, was die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie, die quasi 20%, 30, 40% des Gehaltes jedes Journalisten bezahlt im öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Das heißt, wir haben es da mit Journalisten zu tun, die zwangsläufig immer der gleichen Meinung sind, wie der Mainstream der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie. Das sehen Sie an diesen vielen Medizinsendungen, die ja in Wirklichkeit alle Verkaufswerbesendungen für Medizinprodukte und Dienstleistungen sind, weil die Journalisten das alles glauben. Für die ist der Arzt ein Vollgott in Weiß. Ja? Und sie kriegen nur einen kritischen Journalismus, wenn sie alles völlig werbefrei stellen und sagen, wir müssen jetzt mal Leute reinholen, die genau das Gegenteil von dem denken. Und dafür müssen wir bereit sein, sogar von mir aus dann diese Gebühren, Einzugszentrale, diese GEZ-Gebühren sogar zu erhöhen. Aber wir müssen die Hälfte der Journalisten mindestens aus Leuten haben, die nichts anderes tun als Pharmaindustrie und Medizinindustrie und die anderen Werbekunden zu kritisieren, damit da mal ein Gleichgewicht wieder reinkommt. Darf ich Ihnen da mal, ich bin ja von Anfang an eigentlich meiner Karriere auch Journalist gewesen. Wir haben erst ein Fahrradmagazin gemacht, danach haben wir ein ganz bekanntes, großes, 500 Seiten starkes, kostenloses Sport-Fashion-Magazin gemacht. Mhm. Mit der Messe München damals. Das war wirklich, wir haben ganz viele Awards gewonnen damit und das Ganze funktionierte halt so. Das war ja in der Anfangszeit der Digitalisierung der Medien. Und zu der Zeit war es einfach so, dass mir klar war, dass sich die Medien gerade extrem verändern. Und ich wollte ein Magazin auf den Markt bringen, was das aufwendigste, kreativste und außergewöhnlichste Magazin der Welt ist und es auch noch kostenlos ist. Mhm, Und das habe ich dann tatsächlich auch auf die Beine gestellt. Wir haben dieses Magazin aber nicht einfach verteilt, sondern dieses Magazin, darum mussten sich die Leute mehr oder weniger bewerben. Ja. Wir haben eine Auflage von 25.000 Magazinen gehabt. Mhm. Und die Leute konnten dann an Ständen auf der Messe dieses Magazin kostenlos bekommen. Und in dieser Zusammenarbeit habe ich dann, das Magazin hieß Useless übrigens, in dieser Zusammenarbeit habe ich natürlich mit den ganzen Werbefirmen zu tun gehabt, weil ich in der Anfangszeit natürlich auch die Anzeigen selber verkauft habe. Wir haben ein Anzeigenbudget in etwa gebraucht von 200.000 Euro. Das war damals schon eine Menge. Und wir haben nochmal in etwa dieselbe Summe bekommen von der Messe München. Ich habe übrigens meine Zeitung rausgebracht, wo die genau gegenteilig war. Da sollten die Leser bezahlen dafür, dass es absolut werbefrei ist. Genau. Und das hat nicht geklappt, weil die Bürger davon überfordert waren. So, genau. Und ich habe das aber so gemacht, dass ich wusste auch, dass das eine Überforderung war. Dieses Magazin hat 9,99 Euro am Kiosk gekostet. Also es gab es auch am Kiosk, 5.000 Stück. Mhm. Und 20.000 wurden verschenkt. Ja. So, und die Konzeption war, dass Firmen praktisch Anzeigen da drin schalten konnten. Wir hatten sehr viele Anzeigen, jetzt mal so 20% Anzeigen. Und diese Anzeigen haben sich nach dem Magazin gerichtet. Also die Anzeigen, große Marken, haben dann praktisch ihre Anzeigen nach unserem Magazin, weil das so außergewöhnlich war, wollten sie nicht hinterher hinken. Ja. So, das heißt, und immer mehr wollten die Firmen dann Journalismus, also die haben gesagt, ja, wir wollen nicht Anzeigen bei euch schalten, sondern wir wollen, dass wir geben euch Geld und dann könnt ihr da was Kreatives draus machen. Ja. Das war mit Mercedes und mit ganz vielen Marken haben wir dann Projekte umgesetzt. Ja, ja. Und ich habe dann 2008 gemerkt, wie das dieses Journalismus sozusagen, also Stories kaufen,
immer mehr auch zum Kaufen wurde. Wir hatten uns eine Devise, die konnten uns Geld geben, aber wir haben gemacht, was wir wollten. Ja. Und die waren teilweise wirklich erschrocken, was wir daraus gemacht haben, weil das so anders war, dass sie sich das selber gar nicht vorstellen konnten, dass das möglich war. Ja, und in dieser Zeit entstanden dann immer mehr PR-Agenturen, die dann immer mehr sozusagen Journalismus auch gekauft haben. Ja. Und zwar funktionierte das ganz einfach so, die Anzeigenbudgets gingen runter. Und, Gingen runter, aha, ganz extrem runter. Mhm. Und gleichzeitig haben die PR-Agenturen dafür gesorgt, dass zum Beispiel Produkte den Journalisten geliefert worden sind und die sollten dann eine Story darüber machen. Und die war nicht mehr sozusagen als Werbung identifizierbar. Ja. Und heute haben wir es sogar so, durch das Internet, dass wir nur noch PR-Agenturen haben, die ganzen YouTuber mit Produkten beliefern. Ja, genau. Und das kaum noch eigentlich als Werbung sichtbar ist. Genau, denn dann wirkt sie am besten, wenn sie gar nicht als Werbung gilt. Und die Werbebudgets der klassischen Anzeigen ist immer mehr zurückgegangen. Wenn man heute mal so in die großen Magazine guckt, also Spiegel, Stern und so weiter, dann sind die Magazine erstmal hauchdünn geworden. Das bestätigt übrigens unsere These, dass die entscheidende Werbungswirkung der Artikel und die Sendung hat und nicht der Werbespot. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir aber zu der Weiterentwicklung der ganzen Geschichte. Mhm, ja. Und das ist die Voraussetzung eigentlich. Ich glaube, ich könnte heute mein Magazin wieder auflegen, weil wir so viel Begehrlichkeit schaffen würden mit diesem ungewöhnlichen Magazin, dass dieses Magazin über Spenden finanziert werden würde. Mhm, und das zeigt unser Format, was wir jetzt in diesem Moment auch drehen. Es entstehen immer mehr spendenfinanzierte journalistische Produkte, wie jetzt zum Beispiel unsere ungeschnittenen Interviews. Ja. Und es zeigt, es ist möglich, wenn die Gesellschaft versteht, und auch eine Begehrlichkeit wenn da ist. Wenn der kluge Teil der Gesellschaft versteht, dass ich Geld ausgeben muss im Sinne einer Spende, wenn ich Wahrheit haben will, während die Masse der Menschen denkt, sie kriegt auch Wahrheit, wenn in Wirklichkeit die Zeitung gekauft ist von den Werbekunden. Sehen Sie, Sie haben das viel besser jetzt kurz, ich habe es mal versucht, zu kurz zusammenzufassen. Es ist auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Journalismus kann heute nur noch entstehen über die Crowd. Ja. Unabhängiger, fairer, Und innovativer Journalismus kann nur über die Crowd entstehen. Und wir nehmen noch nicht mal Spendengelder an, damit wir noch nicht mal in diese winzige Abhängigkeit kommen, auch nur einmal darüber nachzudenken, was ist, wenn ich was sage in einer Sendung, wo manche Spendengeber das nicht gerne hören. Ja, ja? Das ist aber bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt die Erfahrung von mehreren Monaten, das ist bei uns wirklich so, dass wir zum Beispiel, wir haben ganz viele Kritiker, dass... Ihr fühlt euch noch völlig frei von den Spendengebern. Es gibt zum Beispiel Kritiker, die jetzt meinen Interviewstil in Frage stellen, weil er dem klassischen Interviewstil ja nicht ähnelt, sondern ich falle manchmal auch den Leuten ins Wort, ich versuche mich auch durchzusetzen, ich bin manchmal emotional. Jo, das wird sehr stark kritisiert. Aber genau das macht die Stärke eines anderen Journalismus aus. Ja, ja. Und ich glaube, wir würden heute hier nicht zusammen sitzen, wenn Sie nicht das Interview mit den Krankenschwestern gesehen hätten. Und daran sieht man, auch das war ja ein sehr ungewöhnliches Interview. Übrigens noch einmal an alle, die sagen wollen, das sind ja nur rechte Spinner. Die eine war eine Linksradikale gewesen. Ja. Und die sagt, ich bin nachdenklich und ich klar, irgendwas stimmt da nicht bei Corona als Krankenschwester. Ja. Und die war mal eine Linksradikale, die war, glaube ich, ein Punk oder und so weiter. Ja. Also Leute, das hat überhaupt nichts mit links und rechts zu tun, sondern nur mit Denken und Nachdenken. Ja? Wir seht jetzt, Wodak ist ein Linker, wir sind eher links verdächtig, die Krankenschwester war links und trotzdem sagen wir, da stimmt doch was nicht mit Corona. Das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Und, das ist nochmal wichtig. Und vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja. Ich habe mich dann, also man kritisiert sich dann ja auch selber und will sich dann selber verbessern. Und ich hatte früher immer, ich habe früher immer ellenlang die Interviews vorbereitet. Ja. Und ich habe dann bei diesem Format verstehen müssen, dass das Nicht-Vorbereiten und das intuitive Gespräch
ein viel besseres Gespräch werden kann, weil ich nicht weiß, was praktisch kommt. Ja, ja, ja. Und ich sozusagen in dieses Gespräch sozusagen wie ein Flow... Vor allem auch neugierig reingehen. So sieht's aus. Neugierig reingehen. Neugierde ist das so. Und dabei entsteht natürlich auch manchmal so ein bisschen Emotionen. Dabei unterbreche ich sie auch manchmal, was man ja normalerweise nicht macht. Ja. Und man konkurriert auch so ein bisschen in diesem Gespräch. Ja. Das ist... Und wir müssen verstehen, nichts ist, wie es ist, was nicht auch verändert werden kann. Und das kann vielleicht viel besser sein als das, was ist, wie es ist. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Nämlich, was Sie mir auch gezeigt haben, man muss sich mit Menschen unterhalten, die ganz anders denken, die ein unheimliches angelerntes Wissen auch haben, um dann vielleicht doch so in der Essenz doch sich sehr nahe zu kommen. Nämlich, dass wir mit einem ganz einfachen Trick eigentlich die gesamte Gesellschaft revolutionieren können, indem sie, und das finde ich so toll an ihrem Konzept, einfach eine Wohlfühlgesellschaft wird. Das einzige Land... Bhutans Bruttonationalglück haben wir besser realisiert, als es Bhutan jemals konnte. Denn die haben leider die Verdienstzuschläge nicht eingeführt, die quasi von den Wohlfühlermessungen, die also eine Beziehung zwischen Wirtschaft und der Wohlfühlerhebung gemacht hätten. Also insofern haben wir das bhutanische Konzept perfektioniert und zu Ende gebracht. Ja. In diesem Sinne, und das vielleicht auch an alle Ärzte gerichtet oder an alle Rechtsanwälte und an alle Politiker, wenn ihr Erfolg haben wollt in der Zukunft, dann versucht sucht euch eine einfache Lösung. Sucht einfach nach einer Lösung, die in einem Satz eigentlich alles erklärt. Und das ist das Tolle, was ich an ihrem großartigen Denkmodell und diese Essenz, die auf den Punkt gebracht hat, so toll finde. 52 Jahre hat es gebraucht, um es ganz einfach, die einfache Lösung finden zu können. Ja. Ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass Ihr Konzept Wellen schlägt. Und ich hoffe, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die sich diesem Prinzip, nämlich die Einfachheit, die Lösung in der Einfachheit, dass das einfach irgendwo Wellen schlägt. Und ich glaube, dann werden wir ganz schnell eine bessere Welt haben. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr recht herzlich. Ich bedanke mich auch für dieses unheimlich spannende Gespräch. Wenn es auch nicht unserer Regel, die wir machen, 2 Minuten Redezeit, aber es war doch sehr lebendig und ich glaube, dass hoffentlich die Zuschauer einen ganz tollen Einblick bekommen haben. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte euch jetzt noch einmal bitten, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Glocke oben anzuschalten, weil dann werdet ihr immer zukünftig informiert von YouTube, sobald wir ein neues Video online gestellt haben. Für uns ist das extrem wichtig und dadurch kann eine große Community entstehen. Das Teilen ist natürlich auch elementar wichtig. Teilt das Video so oft es geht und ich bedanke mich im Voraus.